Ja, Peoples. Yeah. Jetzt ist es so, es ist Folge 32. Es hat 32 Folgen gedauert, dass wir dich endlich mal vor die Flinte kriegen, ja. Lieber Gregor, Gregor Meile. Das sind fast Ding will Meile haben. Fast ein Jahr, das sind das. 32 Folgen sind ungefähr ein Jahr. Genau, wir haben Jubiläum gehabt für 4 Wochen oder so, ne? Und wir haben in unserem Podcast, man kann sagen, fast in jeder Folge fällt dein Name mal irgendwann, weil wir natürlich immer sagen, wir sind gerade auf Tour mit Gregor oder wir waren gerade auf Tour mit Gregor. Oder Gregor hat gesagt, wir wollen nicht mehr auf Tour mit Gregor. Alle immer fällt dein Name. Aber das Ding ist, dass wir wollten das schon immer machen und wir haben ja auch immer quasi schon alle anderen im Meile-Kosmos so abgegriffen. Die MusikerInnen-Kollegen und den Sven auch mal haben wir jetzt mal gehabt. Aber du bist immer so viel beschäftigt, weil du dann immer noch, wenn wir frei haben, hast du immer noch Meet and Greets oder. Kommt drauf an, wie motiviert der Sven ist. Ja. Und der ist meistens immer motiviert. Aber jetzt ist es so, dass wir einen freien Vormittag haben und noch im Hotel sitzen und deswegen sind unsere Stimmen auch noch ein bisschen tief. Natürlich. Aber du hast endlich Zeit, wir haben es endlich gepackt. Geil. Ich gehe jetzt noch meine Liste durch. Ja, und der Plan ist. Ich habe Fragen. Der Plan ist, das weißt du noch nicht. Wir, MV und ich, haben uns überlegt, wir sind ja, das Ding heißt ja Axel, MV, wir und die Musikwelt. Wir wollen. Sehr übersichtlicher Name. Sehr übersichtlicher Name, deswegen sagen wir den auch sehr selten. Aber du hast ja schon tausende Interviews gegeben, wo immer sehr nette Redakteure, Rinnen fragen. Rinnen häufig. Wir wollen aus Musikersicht dir Fragen stellen, mit dir quatschen. Und zwar, was ich geil fand, kannst du dich erinnern, du hast mal ein Interview selber gemacht mit Jamie Cullum. Ja. Auch in irgendeinem Hotelzimmer oder irgendwo hast du ihn interviewt. Songsuite hieß das Format, gab es aber nur ein Format. Aber, ja, schade, dass es das nur einmal gab, weil nämlich ich als Musiker fand das so geil, wenn du als Musiker so einen geilen Typen mit dem Jamie Cullum interviewst und ihr habt als von Musiker zu Musiker gesprochen. Mhm. Das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Geil, dass du dabei warst, weil du auch ein Fan von ihm bist. Ich habe den so voll gelabert und ich war so nervös. Aber es war einer der größten Highlights überhaupt, weil das sein Idol zu treffen und dann noch nicht enttäuscht zu werden, weil es ein geiler, super lieber, netter Typ ist. Ne? Das wird heute nicht so sein bei uns? Nee. Gut, dass du das schon mal vorausnimmst. Sehr anstrengend werden. Nee, aber ich finde es geil. Ich habe keinen Bock mit dir über irgendwelche Release-Daten zu reden oder über irgendwelche. Wüsste ich eh nicht. Ja. Nee, sondern wir wollen dir Fragen stellen, die wir als Musiker haben oder die vielleicht auch unsere Hörer und Zuschauer interessieren. Wir haben die letzte Folge war über Gitarreneffekte. Und haben sich ganz viele Leute gemeldet, weil sie es geil fanden oder weil sie Fragen hatten oder so. Und also wir haben eine Nerd-Zuhörerschaft. Geil. Genau. Ja, also ich meine, also über Gitarreneffekte können wir natürlich reden, weil man wahrscheinlich ist nicht bei so mir viel relativ überschaubar. Aber es gibt ja trotzdem, wir haben ja noch nie, oder ich habe noch nie. Das größte Effektgerät ist der Capodaster für mich tatsächlich. Ja, und Stimmgerät natürlich. Ja. Ja, das Stimmgerät, das wird oft benutzt, ist auch schon geschmolzen in St. Anton. Also mal. Was viele Leute, die keine Musiker sind, das hören ja jetzt wahrscheinlich, weil du bei uns bist und wir schreiben das überall drauf, das große Gregor Meile Interview. Da werden viele Leute natürlich doch einschalten, die eher Fans sind und vielleicht nicht von Gitarren Ahnung haben. Aber was die nicht wissen, ist die Ansagen, die du machst auf der Bühne häufig. Du redest mit den Leuten, weil du bist der Frontmann. Du musst aber zeitgleich die Gitarre stimmen und zeitgleich Hirn, das Kapo noch in die richtige Stelle schieben. Das ist das, was... Multitask. Ja, das kriegen viele Leute gar nicht mit, weil du das so im FF hast, gleichzeitig zu labern und das Ding zu machen. Aber das ist ja schon... andere Leute haben Gitarrentechniker mit dabei, die reichen dir dann eine frisch gestimmte Gitarre und du machst das alles selber. Und aus Sicherheitsgründen. Ist auch schon schiefgegangen, meinst du? Nee, also das ist halt logistisch, muss ich echt in meiner Birne ganz schön rum. Also es ist so der Ort mit der größten Struktur in meinem Leben und selbst da schaffe ich es Chaos hinzubringen. Und ich reg mich unfassbar tierisch über mich selber auf, wenn ich so wie wo wir gestern gespielt haben, wo ich dann
meinen Capo vorher nicht vorbereitet habe. Dann kann ich erst später mit dem Song. Und ich hätte es eigentlich so nach dem Soundcheck nochmal stimmen können und so. Und dann rege ich mich kurz über mich selber auf. Aber wie viele Gitarren hast du auf der Bühne? 5 oder das 6? Genau, das weiß. Hast du die mal gezählt? Nur, ja, liebe Gott. Also jetzt gerade aktuell, das hat natürlich mit den Sets zu tun. Ihr wisst es ja, wir versuchen halt, die Sounds da anzupassen. Und die sind ja alle anders getuned. Und ich kann ja die Akkorde zu dem Lied, ich könnte die vielleicht auch, wenn ich es lerne, anders spielen. Aber so wie ich das Lied geschrieben habe, so sind die Akkorde. Ja. Das heißt, wenn die Gitarre so gestimmt ist, dann muss ich den Song halt so spielen. Und damit wir eine schnellere Abfolge kriegen, muss ich die Gitarren halt vorbereiten, ja, einen Capo dran machen. Und dann können wir schneller quasi spielen. Aber du hast schon so ein paar Tunings, also es ist jetzt nicht so, dass du jeden Song in einem anderen Tuning schreiben willst, da bräuchtest du ja 200 Gitarren auf der Bühne, sondern ja, du hast schon so feste Tunings, die du, also zum Beispiel die hohe E-Seite mal ganz zum Tiefe oder wie so. Wie nennt man das Tuning? Weiß ich nicht. Das E ist runter auf D gestimmt. Das hohe E ist bei dir ganz häufig runter auf D gestimmt. Eigentlich fast immer, ja. Also wie nennt man das? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage, weil die tiefe Seite kennt man ja, Drop D. Drop D, genau. Eigentlich ist es ein High Drop D sozusagen. Aber warum machst du das? Damit meine Fingerchen wissen, wohin. Ne? Also ich kann mit der Seite nicht so viel anfangen. Okay. Seit Jahren. Also das ist. Hast du dir das irgendwo abgeguckt? Die nie benutzt, die Seite. Ja. Und die klingt halt dann mit, wenn ganz klassisch, wenn du halt klassische Akkorde spielst. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das habe ich irgendwann mal selber gefummelt, weil du ja auch mit die D-Seite runterstimmen und so, wenn du beide runterstimmst bei heute Nacht bei dem Song, hast du halt eben immer diese Obertöne, die mit dabei sind. Und ich habe ja relativ früh angefangen, die ganze Gitarre auf S zu stimmen, also auf S-Dur, als ob man S-Dur greifen würde. Und das heißt Nashville-Tuning, glaube ich. Oder? Offen, auf Offen-S. Offen-S, ja. Also ein Halbton tiefer, alles tiefer, offen. Aber ein Open. Open-Tuning. Also wie ein Open-I, aber ein Halbton tiefer quasi. Ja. Das ist nicht Nashville-Tuning, aber keine Ahnung, Open-Tuning. Open-Tuning einfach, ja. Und das ist, dann kannst du wirklich ja mit einem Finger und dann hast du ja immer die Obertöne, die dabei sind. Und das fand ich so zum Schreiben immer cool, weil man da halt so geile Fliegetöne, also wenn man das so, das machen ganz viele, die Songs schreiben, die so alleine, also Chris Martin, der hat auch ganz furchtbare Tunings immer auf seinen Gitarren drauf. Von Coldplay? Von Coldplay, ja. Und kriegt er halt da geile Ideen. Und das ist, kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie stagniert und in der normalen Gitarrenwelt sagt, boah, einfach die Gitarre mal umstimmen. Oder ja, was ich habe so eine sechsseitige Mandoline, die liebe ich, da kommen ganz viele Ideen geflogen. Eigentlich kommen, ich habe einen Arsch voll, ihr wisst es, ich habe einen Arsch voll Instrumente zu Hause. Und wenn man halt stagniert, dann schnappt man sich ein anderes Instrument oder ein Klavier oder was auch immer. Und dann gibt es dieses Excitement, wo man davor sitzt und sagt, scheiße, das wie geht es? Und du hast diesen Respekt davor und du bist halt nicht immer auf C, D, Kapo hoch. Ich meine, die meisten Songs sind dann irgendwie doch so. Wenn man sich jetzt 8 von 10 Taylor Swift Songs sind dieselben Akkorde, aber es ist halt von Antonov mega geil produziert und einfach auch sowieso geile Trademarks. Aber die Voicings und die Akkorde vom Chorus sind fast immer dieselben. Ja. Das ist ja bei dir nicht so. Das ist ja leider nicht. Aber ja, wir haben mehr wahrscheinlich erfolgreicher. Ja, das ist immer die Frage, ne? Weil es interessiert mich ja auch selber immer so, weil ich ja auch Phasen hatte, wo ich mehr Songs geschrieben habe, mal weniger. Und ich merke das bei mir dann auch immer so, manchmal inspiriert mich ein Instrument und dann das Tuning und so und dann entstehen neue Akkorde. Und bei dir ist es ja auch ganz oft so, dass du dann plötzlich du schreibst dann irgendwie einen Vers oder einen Chorus und biegst dann irgendwie einen C-Teil ab, der ganz woanders hingeht. Also du hast du auch sehr interessante Wendungen. Genau, und das ist gerade als Musiker auch, also für mich dann immer spannend, okay, wenn wir lange einen Song nicht mehr gespielt haben, okay, da ist jetzt eine Bridge. Ich weiß, es gibt eine Bridge, aber das Schlimmste ist vorbei, das ist die. Sowas, genau. Die aber ich hab keine Ahnung mehr, ne? Ich muss jetzt wirklich nochmal überlegen, wo es da hingeht. So, also man neigt dazu, die zu vergessen bei dir manchmal, die Bridges. Das ist total krass. Also das ist total schön. Also ich bin schon stolz auf das, was wir zusammen alles auch erreicht haben. Und ich bin total, also nicht stolz, sondern es ist für mich so eine Kuriosität, dass ich, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wenn ich Songs schon lange nicht mehr gespielt habe, wie geht denn der Song? Dann funktioniert es nicht. Wenn du jetzt denkst, wie greifst du das eigentlich so?
Mann im Mond oder Die Tapfere, wo ich so komische Pickings habe, wo ich so Voicings irgendwie so. Ja. Ja. Und ich muss quasi den Song irgendwie spielen, nicht so drüber nachdenken, hören wir den nochmal an. Und dann machen die Finger, haben so ein, wie heißt es, Muscle Memory. Ja. Das kommt dann wieder. Ne? Und das kommt aber nur, wenn ich halt den Song singe. Meinst du, das ist eher der Fall bei dir, Muscle Memory, als das visuell dir zu erfassen? Eher, ja. Und also, du weißt ja auch gar nicht so richtig viel theoretisch, was du tust. Du kannst also kann C-Dur, G-Dur. G, A-Moll, F, genau. Das wären die berühmten Akkorde. Ja, genau. In genau der Reihenfolge. Und da komme ich automatisch drauf. Aber was du trotzdem kannst, ist nämlich, du hast ein unfassbares Gehör, weil alleine noch. Nee, ich meine jetzt nicht das physische Hören, sondern das harmonische Hören oder die Ideengebung, wenn wir zusammen schreiben oder arrangieren oder so, dann kommen von dir ganz viele Dinge, die du uns vorsingst und das ist dann plötzlich, ah klar, da will er eine Dominante haben an der Stelle oder sogar mal was Vermindertes, ein Durchgang oder irgendwie so Dinge, wo du sagst immer verminderte Akkorde, verminderte Einnahmen. Aber, da ist ja was Wahres dran. Aber du hörst den ganzen Kram. Weil du ganz viel Musik, glaube ich, einfach liebst und gehört hast. Du kannst vielleicht nicht sagen, was das für Akkorde sind oder welcher Ton das oben ist. Es nervt mich ganz oft an, dass es so ist. Aber ich glaube, man verliert dann auch im Kreise von vielen tollen Musikern, verliert man den Fokus, wenn man über lustige Zahlen spricht. Ja, genau. Sorry, wenn ich das jetzt so ausdrücke. Aber ich werde es in diesem Leben nicht mehr lernen. Und ich wäre einfach viel zu schlecht darin und zu fehlerhaft, weil ich es auch nie lernen wollte. Und ich wollte halt immer schnell, das ist halt ganz schlimm, ich hätte am liebsten, würde ich mit dem MV mal irgendwie nach Andalusien und dann mal einen Monat bei so einem Mariachi-Gitarrenunterricht nehmen und dann mal irgendwie nach Nashville. Das könnte ich auch gebrauchen. Das wäre auch geil. Und dann auch mal so einen Monat bei dem. Und dann theoretisch wäre ich da, wird das gar nicht funktionieren, aber man verliert halt, ich will halt immer, wenn ich mich mit der Gitarre beschäftige, mit dem Instrument, will ich relativ schnell, komme ich auf einen geilen Akkord, der gibt eine Färbung, dann gibt dann eine Melodie vor und dann passiert relativ schnell ein Song. Aber das Geile ist doch, weil mich haben zum Beispiel häufig viele Leute auch gefragt, würdest du Leuten empfehlen, Musik zu studieren? Ne? Mhm. Ich komme vom Musikmachen über nur aus dem Bauch und aus dem Gehör. Bevor ich studiert habe, habe ich gar keine Ahnung gehabt. Ich konnte wie du Akkorde spielen. Ich habe auf Papas Jazzgitarre im Keller rumgezockt, habe mir das so abgeguckt, wie es mit den Fingern geht, aber ich hatte keine Ahnung. Ich wusste Moll und Dur so, aber mehr nicht. Und als ich dann mich entschieden habe, Musik zu studieren, musste ich das alles lernen und üben. Aber die Kombi jetzt aus der Situation, du gehst aus dem Bauch, vom Herz, vom Gehör dran, ohne zu wissen, also wie die Zahlen heißen, was du sagst. Aber wenn du dir jetzt Typen wie uns dazu holst, die dann einfach schnell das umsetzen können und vielleicht noch ein bisschen mehr Input geben können beim Arrangieren oder so. Absolut. Die Kombi ist total geil. Also ich würde eigentlich niemandem raten, wenn jemand sagt, ich will Singer-Songwriter sein, ich will Mucke schreiben, ich habe auch keinen Bock auf Lernen, dann würde ich dem auch nicht sagen, du musst erstmal Musik studieren, sondern. Wenn man sich jetzt so Ben Howard, wir sind ja alle große Ben Howard-Fans. Und das ist ja auch, also was heißt auch so ein Typ? Das ist, der hat die Gitarre, der ist eins mit seiner Gitarre, das ist sein Sound und dann macht er quasi die Kopfstimmen-Voicings und die kommen dann so geflogen und du sagst, wow, oder ich bin Trevor Hall, ich liebe Trevor Hall, wo einfach so ein Environment passiert. Das heißt, der Typ ist der Sound, der baut es auf und der wüsste auch gar nicht, was er da macht. Aber natürlich ist es total cool. Das ist wie wenn ein Koch irgendwie was zusammenballert und sagt, naja, klar, jetzt hat er eine Bernays gemacht und jetzt ist es eine Schü und so, aber eigentlich hat er gar keine Ahnung. Er hat es nie wirklich gelernt. Ja. Und ich, diese Zeit in der jetzigen Situation, also ich habe auch gar keinen Bock auf die Theorie, aber ich liebe es, mich mit Menschen zu umgeben, die da Ahnung von haben und dass man es halt zusammenbringt. Und, genau. Und die Königsklasse ist, glaube ich, das zu wissen, aber dann trotzdem die Birne auszuschalten. Genau. Und so wie der Chris Nemeth, unser MD, sagt, pass auf, früher hier die Jazznummer, aber jetzt viele einfache Akkorde, James Taylor, ne, wo du sagst, das ist nicht vom Voicings, aber von der Akkordstruktur, gibt so ein, zwei Songs, wo du sagst, Caroline on my mind oder so, da sagst du, wow, geil, aber dann biegt er nochmal ab und so, aber eigentlich ist es einfach, aber das nachzuspielen mit den Voicings, mit den Pickings, habe ich mir noch nie so wirklich rangetraut. Ja. Ich fange aber dann immer an,
von den Einflüssen, die man so hört, so sein eigenes Ding zu machen. Ich kann auch keinen Song wirklich gut covern, weil ich immer so gleich versuche, meine eigene Färbung zu finden. Aber weil du jetzt schon James Taylor sagst, ne? Ich habe mir jetzt auch im Vorfeld immer, wenn Leute fragen, spielst du bei Gregor oder mit Gregor hin und her, es taucht immer so die Frage auf, ist das eigentlich Popmusik? Ne? Oder was ist das eigentlich, was du machst, was wir machen? Keine und Ahnung. Ich habe häufig zu Leuten gesagt, eigentlich ist es Singer-Songwriter und ich würde eher sagen, das ist so ein bisschen wie James Taylor, weil du gehst eigentlich ähnlich ran. Es sind manchmal, die Akkordstruktur ist relativ simpel und dann kommen aber trotzdem zwei, drei Dinge, die rausgehen. Die Voicings sind wichtig, Storytelling ist häufig dabei. Es ist eigentlich, obwohl du Deutsch singst, würde ich gar nicht sagen, es ist deutsch inspirierte Musik, sondern es ist eher, es kommt aus USA, aus England, aber du singst es halt mit deiner Schnauze. Das ist halt immer, wenn man versucht, sowas zu kategorisieren, ne? Das ist immer schwer, krass, weil er ist Gregor Meile, er schreibt Songs, so wie er die geil findet, und dann kommen die Sachen bei raus, weil er die Einflüsse hat. Ne? Wir müssen das immer versuchen, ihn irgendwo zu kategorisieren. Ja, wenn Leute nicht wissen, wenn Leute fragen, wer ist Gregor Meile, die Mucke nicht kennen. Ich weiß dann auch immer nicht, was ich sagen will. Also ich würde nie sagen, es ist Popmusik. Welchen Song würdet ihr referenzmäßig anspielen? Das ist für mich immer so, kriege ich immer Fragen, sag mal, was ist jetzt typisch oder so? Und ich mag halt so auch die Songs, die gar nicht so bekannt sind. Weil man die auch nicht so oft spielt, die aber so in sich schön also Solange ich dran glaube zum Beispiel, das ist ein Song, den kennen wir alle. Und der hat so kleine Raffinessen, aber ich liebe den total, weil dann die Fingerchen so genauso ihr Ding machen und dann gibt man so kleine Bandings dazu oder was auch immer und freut sich, dass die Fingerchen noch wissen, wo irgendwas ist, also normalerweise. Und das ist total schön und alle lächeln sich an auf der Bühne. Ich mag, oder das Schlimmste ist vorbei oder so. Ich mag so Songs, die jetzt gar nicht so, sage ich jetzt mal, die Animationssongs sind, die man aber auch braucht in einem Set. Ja. Genauso wie der Song Wunder, der eine Banalität beschreibt, aber ich bin ja auch ein sehr humorvoller Mensch. Humor ist so die schönste Kommunikationsweise, wenn man nicht immer irgendwie auf den nächsten Gag rumreitet. Mhm. Also ich kann von einer Sekunde in die nächste auch ernst sein. Aber es ist schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich dir sagen würde, nimm mir mal einen typischen Gregor Meile Song, weil du bist so ein Trichter, der alles filtert. Da ist bei Wunder, da ist ein Jazz-Einfluss, ein Swing. Dann hast du Country drin. Schau mich nicht so an. Das ist eigentlich auch so eine Country-Situation. Odd Meter, da fehlen dann plötzlich... Aber weißt du was, also wenn man jetzt darüber spricht, so das beschreibt halt komplett auch... Ich bin halt so, ich kann eigentlich nichts wirklich richtig. Und ich finde aber alle so viele Musikarten geil. Das ist genau wie beim Kochen oder so. Ich finde Indisch geil, Italienisch, Thailändisch, was auch immer, Französisch. Und das ist halt geil, wenn man das irgendwie im Mix-Up macht. Das war jetzt eine Frage, die mich interessiert. Viele Leute kennen deinen Werdegang. Also, dass du früher Tontechniker warst, angehender, also in dem Audiotechnikbereich, und hast aber deine Mucke geschrieben, dann warst du beim Raab. Das war ja der erste Punkt, wo... War das so, soll es sein, die erste Nummer, die vielleicht für dich so, so klar war, okay, da könnte was passieren. Ich will darauf hinaus. Es gab ja am Anfang mal eine Zeit, wo man wahrscheinlich versucht hat, den Gregor Meile in so ein Universal-Pop-Kostüm zu drücken. Kurz. Und als ich habe dich damals gesehen beim Raab, also wir kannten uns noch nicht persönlich, aber ich habe das gesehen und fand es sowieso geil, was der Raab damals gemacht hat mit dir, mit Heinz, mit fett, der Steffi Heinzmann, mit Max Mutzke. Das waren wirklich außergewöhnliche Stimmen. Und ich war total überrascht. Ach geil, aus Deutschland kommen auch solche Leute, die eben nicht Pop sind für mich eigentlich, sondern die irgendwie was Eigenes haben. Einen Pop Charakter. Ist ja jetzt generell überhaupt nicht, also Bruno Mars oder... Ja, mega. Klar. Wie auch immer, also jeder hat so seinen... Wenn du sagst, Bruno Mars ist Pop, dann ist das totaler Quatsch. Weil die sind auch alle mit Michael Jackson aufgewachsen. Ja. Wenn Michael Jackson Queen of Pop ist. Und Pop ist ja, also oder Mainstream, was auch immer, es ist gar nicht so einfach, einen Song da hin zu katapultieren. Der braucht schon oder Katy Perry, was auch immer. Du sagst, warum sind Songs dann so erfolgreich? Und ich verstehe in der Analyse nachher, warum das so ist. Aber eben C, G, Amol, F, ich könnte einen Song nicht absichtlich so schreiben, weil es mich langweilen würde. Und wenn man Heute Nacht spielt zum Beispiel, wo dann sagst, der ist ja von den Grundtönen eigentlich ein ganz banaler Song, aber da kommen Voicings geflogen, wo selbst ich, wenn ich den schon lange nicht mehr gespielt habe, muss ich echt die Birne ausschalten,
dass die Finger automatisch die richtigen Pünktchen setzen. Ja. Weil, und das ist dann aber so geil, wenn es dann so Reibungen gibt, also ich versuche es mal so zu, und sich es dann wieder auflöst. Ja, ja, genau. Und du sagst, ich freue mich jetzt schon auf den Chorus und die Nummer zu spielen. Und du spielst dann da und dann singt die, fängt die Lena an zu singen und dann gibt es so ein, oh, das ist so, das ist einfach Wahnsinn. Magic, und es macht ja halt, es wird nie langweilig. Aber meinst du, ist es da, ist es vielleicht der Grund, weil du auf Indisch, Italienisch und so weiter stehst, dass du im Radio nicht stattfindest, großflächig? Ja, also jetzt, der aktuelle Radiozustand ist, das wäre eine eigene Sendung, weil es furchtbar ist, weil gar keine Newcomer oder auf Deutsch sowieso nichts mehr gespielt wird, das ist schlimm genug. Das brauchen wir jetzt nicht anfangen, das Thema, aber wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wo quasi Nachwuchs in dem Fall auch gefördert wird. Aber ich also, finde generell, bei mir ist es so, ich werde oft gefragt, ob ich auch mal was auf Englisch machen würde. Und ich habe schon viel auf Englisch gemacht und das ist eine Wahnsinn. Das ist eigentlich die geilste Sprache zum Singen. Alle meine Heroes. Du klingst auch tierisch auf Englisch. Das macht, ja, ich habe einige Beweise dafür. So ein Realschulenglisch, also sieht man beim Jamie Cullum Interview, da fällt. Nee, aber es gibt viele Leute, die mich darauf ansprechen und sagen, ey. Fand ich aber nicht schlimm, ehrlich gesagt. Wie gesagt, das Interview. Es war von vornherein klar. Aber das Coole ist, dass der Jamie, und ich bin immer ein Riesenfan, ich bin total verliebt in den Film, weil der mir geholfen hat, meine Fragen zu beenden, indem er gleich schon die Antworten, der hat halt ganz britisch höflich, und Gary Barlow ist genauso. Ne? Das ist so Robbie schön. Robbie Williams hattest du ja auch schon im Interview, der war ja auch sehr bei Robbie höflich. War auch so, dass der ganz langsam gesprochen hat. Und eigentlich so die Frage, die ich gestellt habe, da musste ich ja auf Deutsch, aber ich musste so zwischendrin mittel auf Englisch übersetzen, weil das mit der Übersetzung nicht geklappt hat. Und da war ich ein bisschen nervös. Aber nicht so nervös wie der Max Giesinger, der Robbie Williams alleine im Flur trifft und ihm über Mikrofone befragt, welches Mikrofon er denn singt. Und Robbie Williams singt halt seit 48 Jahren Beta 58. Punkt aus, basta. Die Frage hat sich dann erledigt. Und dann triffst du Robbie, dann musst du doch... Also der war genauso nervös, der Max. Ja. Und er hat auch 2 Stunden mit dem offenen Mund so auf Robbie Williams geguckt. Und es war einfach cool. Es war einfach, das ist mit das Schönste, was es gibt, seine Heroes zu treffen. Und Robbie hat auch ein wahnsinniges Päckchen zu tragen. Und am liebsten würde man mit denen halt irgendwie Kaffee trinken, Kuchen essen und über die Welt sprechen und dann noch irgendwie 3 Tage in Urlaub fahren, weil man Bock hat, den Menschen kennenzulernen. Das ist aber jetzt das spannend, ne? Weil genau da wollte ich dich zu fragen, wenn du Englisch singst, ne? Ja. Das, wir wissen alle, das klingt schon geil. Wenn du über Deutsch singst und man das vergleicht mit Menschen, die jetzt auch deutsche Texte singen, warum klingt das bei dir so geil? Also ich meine, es ist blöd, dich das zu fragen, ne? Aber ich kann mir das vorstellen, aber meine Frage an dich wäre da, was sind deine Tricks, damit dein Deutsch so klingt, wie es klingt? Also es müsste jemand anders analysieren, aber für mich ist es so, dass der Text generell sollte nicht von der Musik ablenken, sage ich immer. Aha. Also ich will jetzt nicht unbedingt was Schlaues sagen. Ja. Nur damit ich was Schlaues gesagt habe oder beeindrucken möchte, habe ich mal probiert. Aber es geht eigentlich immer, wenn ich angeben will, ihr kennt das, ihr habt es schon oft erlebt, dann fällt mir das Kabel aus der Gitarre raus. Also beim Gitarrensolo so, oh, heute läuft's gut. Und dann latsche ich aufs Kabel drauf, zack, wie gesagt. Also immer, wenn das, und beim, das ist eigentlich genauso, ich bin ein wahnsinnig schlechter Angeber. Und ich lache auch sehr gerne über mich selber, so wie gestern zum Beispiel, wo ich dann ein Kästchen weiter. Aber ich mache ja auch ganz viele Sachen so auf Risiko, weil ich ja nur diesen Spot, aber den liebe ich so. Und ich weiß nicht, wo er was rauskommt. Dein Solo-Spot bei Finde dein Glück. Ja, aber ich gehe halt selber ins Risiko rein und sage so, okay, das hat mal irgendwie funktioniert, aber das war aber die falsche Ton. Aber was auch immer. Und dann, hey. Aber du stellst dann praktisch, also du stellst sozusagen den Klang, wenn du jetzt zum Beispiel einen Song schreibst, Phonetik ist immer die Phonetik, also du willst, dass der Text erstmal gut klingt, das ist wichtiger, als dass du was Schlaues sagst. Also das ist wie bei einem, Film, wo du sagst, das ist ein Wim Wenders Film, wo 5 Minuten nichts gesprochen wird und auf einem Ding drauf ist und du sagst, was will der Autor mit oder der Regisseur damit sagen? Das ist okay, wenn das eine Wahnsinn. Also Picknick mit Bären zum Beispiel ist so ein wunderschöner Film, wo Landschaften gezeigt werden und dann gehen die wandern und dann kann man sehr viel selber sich da reinsaugen. Da ist aber auch eine wahnsinnige Mucke drunter. Mhm.
Und du guckst es, einer der besten Filmmusiken überhaupt, du guckst es an, bist voll da drin und du würdest am liebsten loswandern. Ich bin eh so ein Wanderfreak. Und bei Musik, beim Songwriting, für mich ist das Wichtigste, dass du nicht rausgeschmissen wirst aus dem Vibe und aus der Mut, aus der Stimmung, sondern dass du drin bleibst und du gehst die Reise mit. Und der Text, also ich mache quasi meistens erst so die Mucke, das heißt, ich mache erst so die Mucke zum Film und dann die Musik bringt mich auf die Idee für eine Geschichte zum Film. Wenn du dann eine Melodie hast, einen Song schreibst, auf der Gitarre hast du schon ein paar Dinge am Start, machst du dann erstmal mit so Fake-Texten rum? Irgendwie ja, klar. So ganz also die Melodie, also relativ schnell kommt quasi die Melodie geflogen, die sich dann manifestiert. Ja. Und das Schlimme ist, sobald du anfängst mit einem Text, dann kannst du den Text so schlecht wegradieren, ja, der genau. Klebt dann so fest. Ja. Und dann sagst du, Alter, was willst du, worauf willst du, das bei mir ist immer erst, worauf willst du, was, deswegen, ich fange einfach an zu schreiben, weil ich viel zu unstrukturiert bin, um zu sagen, das habe ich auch schon mal gemacht, dass man sich irgendwie hinsetzt und sagt so, Schlagwörter irgendwie, Auto, zick, boom, Urlaub und so. Und das kann man machen, aber als ich zum Beispiel von Roland Kaiser das Lied geschrieben habe, da war die Überschrift klar, er hat ja seine kaputte Lunge seit vielen Jahren und der Typ will es einfach, es ist ein unfassbarer geistiger Mensch, der bis er nicht mehr laufen kann, auf der Bühne stehen möchte. Das ist total beeindruckend und deswegen, hey, mit der Lunge zusammen, die Überschrift war da, der Song war da, bis zum letzten Atemzug, weil das ist wirklich so, du guckst den an, bis er den letzten Atemzug nimmt, so lange macht der Alarm und das ist total beeindruckend, und schön und das ist so, aber warum ist es so? Und dann fragt man sich, warum, was passiert? Aber das dahin? War jetzt für dich untypisch, du hast diesen Titel quasi, darum geht's und dann hast du einen Song da auf dieser Basis geschrieben. Das hast du sonst für dich selbst nicht so gemacht? Nee, ich habe meistens einen Albumtitel. Ich habe jetzt zum Beispiel für Album Nummer 8 habe ich einen Titel, den ich so für mich so hinschmeiße. Der Titel heißt Vorher war Stille. So. Und ich dann geht's wirklich, dann lässt du es fließen, dann hast du, ich habe einfach so ein paar Gitarrenideen, wo vielleicht am Anfang einfach nur irgendwelche Zirpen auf Sardinen irgendwie zirpen und dann geht der Song los oder so. Weil je mehr man macht, desto freier, also man behält sich eine Leichtigkeit, wenn man diese Freiheit hat und nicht abliefern muss. Also wir haben das ja alle erlebt, wo Kollegen und Kolleginnen abliefern mussten, weil sie halt den Song und dann fürs Radio und dann darf der nur so lang sein und dann schnippelt man da wieder rum und der komplette Flow geht raus und dann wird das so eingekocht. Und das kann funktionieren, aber warum soll jemand, der BWL studiert hat, dir sagen, wie man einen gefühlvollen Song schreibt? Das, so ging es mir auch bei einer Plattenfirma. Ja, das ist bei dir beeindruckend, weil ich sitze ja auch oft vorm Text und ich tue mir wahnsinnig, ich brauche ewig lang, bis ich den Text geschrieben habe. Du musst die Hose runterlassen. Das ist, finde ich, schon schwierig. Man muss den Kopf ausschalten, man muss wirklich krass in sich reingucken oder in einen anderen Mensch reingucken, was du zum Beispiel schaffst, wenn du, ich habe mir das Gefühl, du siehst Menschen und du weißt, was du über den schreiben könntest oder so. Man muss einen Menschen, glaube ich, wirklich sehen können. Und das finde ich manchmal schwierig, wenn man zu weit in seinem Kopf ist. Ja, es ist auch ganz oft vielleicht ein Vorteil, aber jetzt zum Beispiel die Chance, den liebe ich sehr, den Song, der ist auch nicht so bekannt, aber dein Duduk am Anfang, du spielst dein Duduk am Anfang, wir haben diese Vibe und wir sind sofort in dieser Welt. Und das ist halt wirklich, das ist der Papa, der seine Familie verlässt, um halt, das was ja ganz oft passiert, in der Flüchtlingskrise, um halt dann in noch nie bereiste Welt von ihm, keine Kohlentasche, nichts zu fressen und dann irgendwie sie in Europa aufmacht. Jetzt als Beispiel. Und dann versucht man so, okay, Boot zum ersten Mal das Meer gesehen, LKW versteckt. Und das war auch einfach so ein Flow, wo das ging von vorne los, der Song. Wo dann so eine Reise passiert. Und wenn dann quasi der Pre-Chorus kommt, dann gibt es so ein Excitement und der erzählt eine andere Geschichte. Bisschen wie ein Film dann. Ist ein bisschen wie ein Film. Und ich habe auch eine Filmszene. Ich habe auch immer, ich kann dir jetzt sagen, wie der Typ aussieht, wie der LKW aussieht, auf welcher Straße er fährt. Das ist interessant, wenn wir jetzt so drüber reden. Ich meine, wir sind natürlich auch immer so im
Es gibt so einen Routine-Mode, ne? Den hast du ja wahrscheinlich auch auf der Bühne, wenn man dann, man spielt. Selten, aber ich liebe den. Ja, weil er dich entspannt. Das ist immer, wenn ich den habe, denke ich, komisch, warum funktioniert denn alles so gut? Und dann mache ich mir irgendwie. Ich meine es jetzt gerade, weil wir spielen diese ganzen Songs. Wir spielen ja nicht alle Songs bei jedem Konzert, aber es gibt ja mittlerweile, wie viele Songs? Über 100 Songs, die wir in der Band auch schon gespielt haben. Oder ja, also ich schätze mal 80, die wir so gespielt haben. Aber also es sind sau viele und sie sind sehr unterschiedlich und wir spielen die Songs und reden nie so im Detail drüber. Diese Frage, die wir vorhin hatten, wegen Radio und Pop, Fragezeichen, alles über was wir gerade geredet haben, alle Songs, die auch gerade genannt wurden, die sind, ich würde mal das Wort sagen, inhaltsvoll oder tiefgängig. Das ist eine Bandbreite, die ich im deutschen Radio sehr selten abgebildet sehe. Also es wäre für mich schwierig, du hast gerade schon gesagt, einkochen auf 3 Minuten runter und es ist relativ schwierig, die Vielfältigkeit, die deine Musik hat, so im Radio einfach unterzubringen. Deswegen passiert das vielleicht in der Form auch nicht. Es gab ja ein paar Songs. Ja, in Deutschland, ne? Also wenn man jetzt, wir sind aber lang nicht so sophisticated, was unser Musikgeschmack angeht in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Also das ist völlig klar. Das ist, man könnte das noch viel krasser ausdrücken, aber wenn man jetzt zum Beispiel, du querst einfach nur nach Holland und machst Radio und da läuft Keith Urban, dann läuft ein Gregory Porter und was auch immer. Und das ist, da musst du in Deutschland schon nachts um 3 irgendwie unterwegs sein. Und dann den richtigen Set ganz. Also jetzt auch unabhängig von jetzt auf Deutsch, ne? Also es geht mir auch gar nicht drum, hey, jetzt wir müssen alle auf Deutsch schreiben, sondern ich fände es cool, wenn Radiostationen den Leuten, wenn man es nicht nur eine junge Zielgruppe immer ballert, sondern die Leute, die auch tagtäglich Radio hören, wenn man denen jetzt nicht immer irgendwie Phil Collins wieder vorballert oder Foreigner jetzt, und denkt, jetzt macht man was ganz Neues. Nee, das hat man jetzt 40 Jahre gemacht, sondern wenn man sich einfach auf die Suche macht. Ja. Also neue Musik, unabhängig von Playlisten, die von Plattenfirmen oder Spotify vorgegeben werden. Phil Siemers zum Beispiel, aber halt einfach, das ist ja das Schöne an Spotify, also es gibt ein paar schöne Sachen. Die schöne Sache als Kunde oder als User ist, dass du Dinge vorgeschlagen bekommst, dann Bands entdeckst, Songwriter entdeckst. Das ist total schön. Also das Konzept selber ist mega schön. Ja, das muss man sagen. Ja, bestimmt. Das funktioniert. Wir kriegen halt als Autoren, ist es ein totaler Rip-Off. Also das ist mit dem Maschinengewehr, also wie die uns die Kohle aus der Tasche ziehen. Aber wenn wir da nicht stattfinden oder ich als Autor, dann können die Leute nicht die Musik hören. Das ist bei allen Streamings so, nicht nur Spotify. Und es wurde halt Generalverträge unterschrieben, aber es ist auch völlig, das hat trotzdem die Möglichkeit, dass junge Leute eine größere Streuung kriegen, aber das Abrechnungssystem ist halt einfach verheerend. Ja. Und aber für den User ist es super. Für 300 Songs, die ich geschrieben habe, reicht es für 2x Essen gehen pro Jahr. Oder 300 Songs, auf die ich gesungen habe bei Spotify. Aber meinst du das, weil du sagst, okay, das Radio gibt ja so ein bisschen vor, was die Leute hören. Und auf der anderen Seite wollen die Leute ein bisschen was vom Radio hören oder die erwarten. Ich glaube, das Radio ist gar nicht mehr so wichtig. Die Leute haben ihre Playlists auf den Streams und das ist total schön, weil es sehr individuell ist. Aber das größte Problem ist, dann hören wir dann auch auf mit dem Thema, ist, dass die Kohle, wenn du jetzt Norah Jones hörst, landet halt deine Kohle nicht bei Norah Jones, sondern ein 15-Jähriger hört halt 100-mal so viel Musik wie du, also landet die Kohle bei der Mucke, die der 15-Jährige hört. Hat man Vorrata-Abrechnungsmodell. Weil der einfach viel mehr streamt als du. Und das ist eigentlich nicht cool. Eigentlich müsste die Hälfte deiner Kohle zu Norah Jones gehen, weil du die halt gerne hörst. Ja. Das wäre dann cool. Ja, genau. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde es generell super, wenn sie individuelle Playlisten erschaffen. Das ist total geil, wo du... Ich liebe es ja, so Playlisten zu basteln, weil ich ja viel im Auto sitze. Und Musik ist total schön. Es begleitet mich immer. Ich war noch nie so schön... weil du hast mal ein paar CDs dabei gehabt, früher CDs, ne? Und dann hast du da irgendwie die Scheibe freigekratzt und so. Aber die einfach, dass du halt jetzt einfach deine Mucke mitnehmen kannst und neue Sachen entdecken kannst, ist mega schön. Für mich total bewusstseinserweiternd, vor allen Dingen als Produzent, weil man Sachen hört und sagt, oh, jetzt geht er da mit einer Hallfahne raus
und der Song endet mit einer Hallfahne und oder das ist jetzt nur eine Hi-Hat und trotzdem groovt es, warum? Und so, das ist total geil, das zu Inspiration entdecken und halt mit solchen Ohren. Das ist halt das, wo ich am meisten motiviert bin in meinem Leben, ist neue Sachen in Musik zu entdecken. Das ist das, was ich mit dem Filter meine. Ne? Du nimmst die saugsten Sachen auf und am Ende nimmst du was und es kommt was Neues dabei raus. Das passiert ja eigentlich, bei einem inspirierten Musiker passiert das automatisch eigentlich. Ne? Jetzt haben wir halt eine Musiklandschaft. Wenn du dich mit dem Instrument beschäftigst. Also ja, oder auch mit der Musik, mit den Inhalten, alles. Mit dem Songwriting, Sounds, Produktion. Ne? Das geht ich alles zum Beispiel durch. Als Kind Bach gelernt, also einfach so in der Schule. Und habe dann selber, weil es mir irgendwann mal zu langweilig war, selber halt versucht, sowas nachzubasteln. Ja, auf der Gitarre. Das merkt man auch bei der Gitarre. Und dann versuchst du halt so Wendungen zu machen und dann gehst du halt anstatt einem Bund oder einen Ganzton, machst du halt einen Halbton dazwischen beim zweiten Mal. Mhm. Und das ist halt, das Schöne ist, wenn du dich damit beschäftigst. Und ich liebe halt... quasi unpredictable Songwriting. Das heißt, wenn du nicht weißt, was als nächstes kommt. Aber das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ne, weil wir jetzt auch gerade, Spotify-Thema ist jetzt weg, aber trotzdem ist es so, dass viele Menschen ja so algorithmusbasiert komponieren schon. Ne? Die sagen, okay, wir haben hier bei Spotify Songs, die gehen in Streaming, die werden oft gestreamt, so einen Song müssen wir schreiben. Was KI machst du eigentlich? Wahrscheinlich komplett so nach. Ja, aber sowas machst du ja eigentlich kaum. Ne? Nee. Was mich interessieren würde, ist, wenn man KI sagt, schreibt man einen Gregor Meiles Song, wie das dann klingt. Weil es gibt ja so viele verschiedene Dinge von dir, also verschiedene Stilistiken, verschiedene Tempi, verschiedene Dynamiken. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ja, wir haben es mal probiert, aber nur so im Stau haben wir mal gestanden. Haben mit einer KI-App und was kam noch raus? Ja, die App war noch nicht gut genug. Würde aber irgendwann mal lustig. Aber es wäre interessant. Aber ich will noch mal ein Thema, jetzt ist weg von diesem ganzen Pop-Radio-Dings, weil wir gerade mal ganz kurz bei diesem Routine-Ding waren. Der Unterschied zwischen uns und dir ist, du stehst vorne. Du bist der Typ, warum die Leute kommen. Wir sind zwar auch Teil der Band und die Leute finden das geil, dass die Band da ist, aber die kommen natürlich wegen Gregor Meile. Ich habe, oder wir alle haben den Vorteil, wir haben Bock, wir umarmen uns, gehen raus auf die Bühne. Ich habe dann erstmal 3-4 Minuten Zeit. Ich muss zwar spielen, aber ich kann mich um meine Gitarren kümmern, mein Saxophon kümmern, easy. Und kann Spaß haben sofort und kann mit den Chris anlachen, ich kann dich anlachen, kann mir die Zuschauer angucken und kann so easy in den Song oder in den Abend reinkommen. Du musst raus und musst ab Sekunde 1 bist du Fokus, Ansprechpartner für die Leute. Du redest mit denen, du versuchst Emotionen zu erzeugen. Da kann mal Routine sein, da kann mal Autopilot sein, da kann aber mal total Fragezeichen im Kopf sein. Stresst dich das oder wie gehst du mit diesem Moment? Die ersten drei Songs sind natürlich immer spannend bei einer Show, weil man halt komplett analysiert, weil der Sound natürlich immer anders ist als beim Soundcheck. Hat was, dass das Publikum da ist und so weiter. Aber ich versuche, also das Coole ist, ich habe mir so 2-3 Dinge so angewöhnt, wenn ich so denke, so irgendwas stimmt nicht oder hin und her und dann checke ich danach in meinem Hirn. Und wenn es nur irgendwie, es ist manchmal echt schlimm, was man alles irgendwie so hört. Und dann ist total krass, wie dann trotzdem gleichzeitig routiniert der Song so durchläuft. Du singst den Text und du spielst das Ding, aber du... Du denkst an andere Sachen. Ich denke an andere Sachen. Bei mir geht ja nur das Ohr, die Halbzeit von für das Nails geil oder... Das ist total crazy. Das ist ein Nerd-Thema. Geil. Das ist total crazy. Aber das würde ich sagen, wäre jetzt so der Profi-Flow, weil du es natürlich genauso machen musst. Weil es automatisch passiert, wenn du, es gibt jedes Mal Dinge, die dich komplett ablenken, dein Ding zu machen. Die Leute sind noch nicht so ganz drin, sind am Labern oder schmeißen dir irgendwelche Sachen verbal auf die Bühne oder sonst irgendwas und du musst schon irgendwie versuchen, den allen Leuten einen Abend zu bereiten, aber so, das Coolste ist, wenn du dich komplett unbeobachtet fühlst. Das hat damit zu tun, wenn ich jetzt komplett von Anfang an eine Lampe im Gesicht hätte oder einen Scheinwerfer, dass ich die Leute nicht sehen könnte, würde ich mich beobachtet fühlen. Und das ist ja auch manchmal so, es ist auch immer, je mehr man macht, desto besser. Wir haben locker über 1000 Shows gespielt oder mehr, aber immer noch so, dass ich will die ersten 3 Songs die Leute erstmal so kennenlernen, wer ist denn eigentlich da? Ach, guck mal, die sind gerade erst frisch zusammengekommen. Oh, die sind vielleicht nicht mehr lange zusammen. Und du guckst das alles irgendwie so an. Ich freue mich über jedes schwule Pärchen, das da ist, weil ich ganz viele schwule Freunde habe und die nicht mehr irgendwo in der Öffentlichkeit die Schiss haben, knutschen in der S-Bahn oder so, weil sie halt doof angemacht werden und so weiter. Und das ist so ein geiler
Freiraum, wo jeder so sein darf, wie er will. Und das ist wirklich eine wertvolle Momente, weil diese Gesellschaftsform aus unterschiedlichen Leuten eine geile Energie teilen. Und das ist das, was wir auch so lieben. Das liebe ich auch. Ich habe ja noch, ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, ich habe ja den Vorteil, ich stehe meistens hinter dir auf dem Riser, nochmal so einen halben Meter höher und habe den mega Blick runter. Und ich spiele ja jetzt auch nicht jede Sekunde, sondern ich, Bläser haben auch mal irgendwie einen Chorus frei oder so. Und ich genieße das total, die Leute anzugucken, weil wir, wie du sagst, es ist in dem Publikum wirklich extrem bunt, wirklich total abwechslungsreich. Es sind junge Leute da, es sind alte Leute da. Wir haben so einen alten Opa gehabt, der sogar getanzt hat neulich. Der hat so technomäßig getanzt, so ein 80-Jähriger oder so. Der hatte seinen Flow. Manchmal sitzen die Kinder auf... Manche Leute arbeiten ihr ganzes Leben dran, um den Flow zu kriegen. Genau. Und der hatte den schon. Und ich finde das total spannend, so zu sehen, wer ist denn da, was ist hier los? Manche tanzen, manche weinen. Viele Leute singen mit. Viele singen auch die falschen Texte mit, auch lustig zu sehen. Bringt einen ziemlich raus, wenn man so sieht, die wollen mitsingen, können den Text aber nicht. Das ist auch ganz vielleicht gerecht. Fühlen sich die Leute beobachteter als wir. Oerding wieder was falsch geschrieben, denke ich auch ein paar Leute. Nee, das finde ich total geil, aber ich habe die Zeit dafür. Du musst ja spielen, singen und auch noch mit den Leuten kommunizieren. Also du bist ja der Kommunikator. Ne? Ja, also das habe ich aber automatisch in mir drin. Das ist ja bei dir oder bei uns genauso, dass man so, man möchte die Leute irgendwie unterhalten, aber man macht ja die Tür auf so. Also das ist wegen, das Schöne ist, man möchte die Leute in unser Wohnzimmer einladen für 2 Stunden. Und sagen, hey, oder ein Restaurant, hey, wir haben was gekocht, wir waren einkaufen, Ding, hey, probiert mal, zack, man geht das Ding raus und das erste Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Und die haben wir wollen, dass die Leute einen schönen Abend haben, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Da gibt's keinen Hokuspokus, aber das ist ja das, ich würde am liebsten den Leuten eine Stunde lang erzählen, was für geile Typen ihr seid. Wie lange, dass ihr 25 Jahre im Keller gesessen habt, im Sauerland, Ascheberg, und einfach euer Instrument geübt habt. Und ganz viele, viele Kiddies willst du auch schütteln und sagen, hey, du kannst YouTube gucken, bis der Arzt kommt, aber du musst dich mit dem Instrument beschäftigen. Es ist einfach Handwerk, ihr seid unfassbare Handwerker und ihr seid alle die Ronaldos in eurem Fachbereich. Und das ist total geil und das sagen, das ist schon die größte Angeberei und das meine ich auch so und du stehst da. Hast du auch jeden Abend, das ist ganz schön krass. Ich habe keinen Bandleader, der das so häufig sagen kann. Ja, aber für mich ist es immer noch geil und das ist, dass ich selber da mitspielen darf auf dem Level und das habe ich nur erreicht, indem ich halt die Songs geschrieben habe, sonst hätte ich es nicht machen können. Und ich hätte auch nie Musik studieren können oder so, weil ich da das hätte ich nie hingekriegt, aber weil mir einfach diese Aufnahmefähigkeit für sowas, ich bin halt anders zielorientiert. Das heißt, ich möchte halt einen Song schreiben, der mich beim Schreiben schon Gänsehaut einfach, und jetzt nicht wegen, weil mich der Text so berührt, sondern weil diese komplette Mut oder also ein Film mit der kompletten Story entsteht und dann ich halt das Hirn ausschalten kann. Mhm. Für mich ist es auch ein Ventil. Also viele Songs wie Laien los oder so weiter, der ist in einer halben Stunde entstanden. Also es ist wie so eine Reise, man nimmt die Leute so ein bisschen mit auf eine Reise durch... Ja, ich bin wirklich so bei Laien los, habe ich an Ligurien sitze ich da und habe ich echt mir so mich selber als Jack Sparrow angestrandet irgendwo Ding und dann ist es natürlich eine einfache Struktur vom Song und es ist jetzt auch nicht das, was man noch nicht schon irgendjemand gemacht hat, sondern du machst es einfach... Aber es hat dann eine bestimmte Geschichte. Und das Coole ist, je mehr man macht, desto weniger versucht man, was ganz Besonderes in einen Song irgendwie komplett reinzupacken. Sondern der Song steht für sich, hat seine Geschichte. Und dann haben wir es geschafft, den mega geil zu recorden. Der klingt Wahnsinn immer noch. Der kleinen ganz viele kleine Raffinessen. Und der macht auch wahnsinnig Spaß, live zu spielen. Und man hat, weil man in so einem Stehpublikum, wo die Leute eine Wurst in der Hand haben und da ein Bier und eigentlich noch an Mallorca-Urlaub denken, was völlig normal ist, würden wir genauso beim Konzert. Aber dann kommt, wenn du auf dem Coldplay-Konzert bist, dann kommt der Song angeflogen und alle haben diese unfassbare Liebe und kennen die Songs und singen die Songs mit und yeah. Und das ist halt, das Schöne ist auch, was ich bei uns entdecke, je weniger Publikum wir in der Masse haben, also von gestern waren 1500 Leute, das war mega fett. Ja, voll. Und das war mega krass, Alter. Auch nach, ich weiß das unfassbar zu schätzen. Weil das A nicht selbstverständlich ist und B, geil, dass die alle freiwillig da sind und so weiter. Aber so
zwei Drittel der Leute konnte halt die ganzen Songs mitsingen. Das war, die waren voll drin und zwar jeden Song. Das heißt, die sind, du merkst auch, dass die Songs, die jetzt vermeintlich nicht so bekannt sind, dass die halt für die auch was bedeutet. Und das ist das Coole, dass wir eigentlich bis auf Keines wie du oder Niemand oder so, wir haben eigentlich keine wirklichen Hits, die, also Keines wie du ist ja durch Sarah deutschlandweit bekannt geworden. Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich gar nicht den Erfolg. Also das war ein geiler Träger und ein geiles Vehikel. Und ich als Autor freue mich natürlich total, wenn jemand anders sich die Mühe macht, einen Song zu singen von mir oder zu spielen. Da gibt es halt Songs, der Sven sitzt zu Hause in Holland und dann haben wir zwei Holländer halt einen Song von mir, ohne dass wir es wussten, halt auf Holländisch übersetzt in der Samstagabendshow. Und der Sven sitzt zu Hause, guckt Fernsehen in der größten holländischen Fernsehshow und dann zwei Typen singen halt einen Song von mir. Aber ist schon spannend, weil du bist ja ein Typ, der gerne live... Welcher Song war das? Sorry. Komm kurz rüber, dann muss ich euch die Version rüber schicken. Ah ja, geil, okay. Komm, ein Bierchen, komm mal bei, ein Bierchen, irgendwie. Und das ist so cool, zwei Typen haben es gecovert und in der größten holländischen Show und das ist so schön. Und die haben sich wahnsinnig viel Mühe gemacht, weil der Middle Eight, den wir ja zusammen gefunden haben, den haben die nochmal so einen Lift gegeben, Orchester außenrum, Riesending. Und dann merkst du, dass die den Song lieben. Also das ist total geil. Das ist total gut. Was wolltest du sagen? Nee, mir fallen immer so Sachen plötzlich ein, so beim Quatsch. Also du bist ja so ein Typ, du spielst gern live, ne? Also du liebst es ja, mit uns auf Tour zu sein, du liebst es, auf der Bühne zu sein. Das ist irgendwie spannend, weil wir sind ja auf 10 Jahren, also seit 10 Jahren oder 11 Jahren, also seitdem ich dabei bin, sind wir ja ununterbrochen auf Tour. Wir sind im Sommer über 20 Shows, im Winter über 20 Shows. Auf Tour und du findest jetzt halt nicht so im Radio statt, aber die Leute kennen deine Songs trotzdem, weil du so viel auf der Straße bist, ne? Weil die Leute zu den Konzerten kommen. Ich finde das irgendwie spannend. Du hast mal den Begriff Gaukler oder irgendwann mal verwendet, weil wir so zu den Leuten gehen, ne? Und auf die Marktplätze gehen und spielen und so. Das ist ja eigentlich das, was früher auch immer der Fall war, wenn die Leute so auf den Platz gegangen sind, einfach angefangen haben zu singen. Das ist ja das, was wir machen. Die schlagen unser Lager auf und fangen an, irgendwo Musik zu machen. Die Leute kommen dann an. Ja, du, wenn du das dritte Mal ins Dorf kommst und immer noch Honigwasser verkaufst, hast du ein Problem. Mhm. Als Medizin. Mhm. Also da muss schon irgendwo eine Wirkung dahinter sein. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Was ich damit sagen möchte, ist, die Qualität muss so gut sein, dass du selber inspiriert bist und selber dich freust, wenn Raffinessen angenommen werden. Das ist ja das Schöne, wenn du heute Nacht sagst, wenn die Leute dieselbe Gänsehaut spüren wie du in dem Moment, was nicht deine Erwartungshaltung sein sollte, aber wenn das passiert, ist es halt geil, das halt mitzunehmen. Ja, es ist ja gleichzeitig eine Herausforderung, weil du hast so viele Songs und wir wiederholen dann doch Songs von Tour zu Tour, die auch immer funktionieren, die dabei sein müssen. Ne? Du hast so mal deine Hits, die irgendwie dabei sein müssen, so, die Leute auch erwarten. Und trotzdem will man den Leuten was Neues bieten. So, ne? Also wie kriegt man das hin, dass ich meinen Song schreibe? Das ist wie mit dem flüssigen Schokoladeküchlein. Ne? Das lieben die Leute, der Lavakuchen. Aber du hast als Koch keinen Bock mehr, das Ding zu machen. Und deswegen, die meisten Köche arbeiten da schon mit Convenience, weil sie sagen, ich habe jetzt keinen Bock, nach 20 Jahren immer noch Lavaküchen zu machen. Aber die Leute lieben es. Gehört dazu, gehört zum Repertoire. So, oder in der Sterneküche hier ein lustiges Ei mit Kaviar oben drauf oder so. Braucht auch kein Mensch. Aber das ist, die Leute wollen es halt. Oder Jakobsmuscheln. Was ist denn jetzt an Jakobs? Warum muss man den Jakobsmuscheln essen? Ja, das ist ja halt alles cool, aber ist doch viel geiler, eine Tomate so zu bearbeiten, dass die nachher durch Rauch nach Fleisch schmeckt. Und also ein geiles Gemüse oder einen geilen Käse oder sonst irgendwas drauf ist, wo du sagst, wo es dich komplett umhaut. Und deswegen liebe ich auch italienische Küche, weil es eigentlich ganz einfach ist. Wenn du einen geilen Büffelmozzarella hast, eine geile Tomate, einen geilen Basilikum, geiles Olivenöl, das ist schon ein wahnsinniges, tolles Gericht. Und das haben die Römer schon gegessen. Also, und das ist total wahnsinnig schön. Und genauso ist es, Songs zu schreiben, wenn du Yesterday nimmst oder so. Das ist ein 2 Minuten 8 ist der Song lang. 2 Minuten 8. Und 2 Minuten 8 ist, und er hat ja immer Scramble Eggs gesungen, ne, weil er den Text noch nicht hatte, der Paul. Und der ist aber 2 Wochen lang durch die Gegend gelatscht und hat alle seine Kumpels gefragt, sag mal, kennst du die Melodie? Weil er Schiss hatte,
dass es den Song schon gibt, ja, weil er den Song geträumt hat. Mhm. Die Melodie kam im Traum. Und dann, hat er alle gefragt und irgendwann hat festgestellt, keiner kennt den Song. Ja, dann muss er von mir sein. Mhm. Und dann hat er erst den Text dazu geschrieben. Okay. Weil er Schiss hatte, wenn er jetzt den Song fertig schreibt, dass es den halt schon gibt. Ja. Und das war ja ganz lustig damals mit Platten. Du konntest nicht irgendwie googeln oder sowas, sondern du musst halt Kumpels fragen. Mhm. Die sind wirklich im Keller und haben alle Schallplatten durchgehört, ob es die Melodie schon gibt. Und ich finde es halt total schön, wie aus verschiedenen Epochen, Evolutionen Songs entstehen, aber im Prinzip teilt sich dasselbe. Der Paul ist 82 Jahre, 83, steht immer noch da, spielt Mexiko-Tour 3 Stunden am Stück, Originaltonarten. Keine Ahnung, wie er das noch hinkriegt. Aber der steht da und der macht es nicht, weil er die Kohle braucht, kein Meter, sondern er steht da, weil er diese Energie halt liebt. Ja. Und das ist ihm halt unfassbar. Ich spiele trotzdem auch noch viele Beatles-Songs, also wenn ja, er unterwegs klar ist. Weil das muss, aber weil er auch Bock drauf hat. Ich glaube aber, das sind auch so Menschen, ne, weil ich bekomme auch oft die Frage gestellt, so, ich möchte auch gern ein Album aufnehmen, ich möchte gern einen Song schreiben. Erklär mir mal, wie das geht. Und dann man kommt immer wieder an den Punkt, wo man sagt, ja, das kann man nicht erklären, du musst einfach immer wieder machen. Du musst das lieben, was du machst. Beschäftigung, ja. Du musst dich damit beschäftigen. Mhm. Weil Paul McCartney, der hat auch nie drüber nachgedacht, am Anfang seiner Karriere, was könnte ich denn machen, um die Welt zu verändern mit meinen Songs? Naja, die haben angefangen, wirklich sich mit eigenen Songs zu beschäftigen, John und er, relativ früh, weil die spätestens in Hamburg, da war Paul, ist gerade 18 geworden. John ist, glaube ich, ein Jahr älter gewesen und haben halt einfach viel mehr, die hatten 2, 3 eigene Songs, aber die haben dann halt im Starclub oder sonst irgendwo gespielt, im Kaiserkeller. Hamburg, ja. Im Kaiserkeller, wo wir oben drüber schon gespielt haben, nicht Grünspan, sondern da ist drunter der Kaiserkeller, große Freiheit. Und drunter ist der Kaiserkeller, ja, wo die halt 3 Jahre lang... Die haben ja gecovert, ne? Die waren eine Coverband. Die hatten mal eine Coverband. Ja. Und die Leute, und zack, die Lederjacke an, die haben dieselben Klamotten jahrelang hier hinter der Pornoleinwand gelebt, auf der öffentlichen Herrentoilette. Die ganzen Storys kennen wir. Aber die haben dann vermehrt halt eigene Songs geschrieben, weil die Band vor ihnen schon die ganzen Songs gespielt hat, die konnten, also das Cover-Repertoire. Mhm. Und dann waren die genervt, sagt, die haben wir schon gespielt, das brauchen wir nicht, denselben Song. Einfach so, Setlist, scheiße, den haben wir schon, den schon. Yeah. Die sind immer viel übrig geblieben. Wenn sie eigene Songs, konnten die halt eine komplette Setliste selber machen. Yeah. Und so ist das halt auch geschafft. Aber wir reden halt von Berufung, ne? Weil Paul McCartney, der schreibt immer noch Songs, der steht immer noch auf der Bühne, auch wenn er es nicht mehr braucht, weil er halt einfach der Mensch ist, der Songs schreibt. Ne? Er ist halt... Er hat es halt schon immer gemacht und die waren auch wirklich sehr fleißig. Aber das hält auch die Bühne-Shit, die Sachen von damals zu spielen. Und jetzt sage ich, was gefährlich ist, aber was heißt gefährlich? Also der wird immer noch auf der Suche sein und wird sich oft die Frage stellen, kann ich jemals wieder so einen Song wie Yesterday schreiben? Weil je mehr du machst, desto in allen Gewässern hast du schon rumgefischt und dann irgendwie wird dir die Welt dann sozusagen die große, weite Welt langweilig. Und dann musst du aber dich an den kleinen Dingen erfreuen. Und die kleinen Dinge noch viel mehr wertschätzen. Und ich kenne ihn ja gar nicht und sonst irgendwie. Aber diese Songs, die halt da entstanden sind, dieses komplette Werk, ist unfassbar. Es gibt eigentlich kaum einen Mensch, der so viel unterschiedliches, wahnsinnige Stories. Da gibt es ja im Pop oder im Popularbusiness ist ja irgendwie. Und ganz kurz, Axel, und er versucht, aber er hält sich komplett frisch und dieses Excitement, weil er hat sich immer seine Kuriosität und seine Neugier behalten. Mhm. Als Sir Paul McCartney, der dann Adele anruft und sagt: Boah, bei dem einen Song, wie hast du denn da die Bassdrum gemacht? Mhm. Ja. Und das finde ich so cool. Er bleibt das Kind, ne? Das, ja, also, das musst du immer bleiben. Musst du immer bleiben. Neugier. Andere Leute lassen sich Songs schreiben. Wenn es gibt ja Leute, die sind Songwriter, haben selber geschrieben, selber arrangiert, aber dann kommt vielleicht der Punkt, den du sagst, du hast in allen Gewässern schon gefischt und dann holt man sich Produzenten, Songwriter, Songwriting-Sessions, Teams, die für einen schreiben. Das hat bei dir gar nicht stattgefunden. Du hast zwar immer mal die Platten entstehen mit Matthias Grosch oder mit Christian Lohr früher zusammen und so, aber das war ja dann eher so, du hast was geschrieben oder jemand hat dann mitgearbeitet, aber
soweit ich weiß, gibt es keinen Song, der für dich geschrieben wurde, oder? Gibt's, nee. Alles. Also hat auch immer, wie gesagt, war ich ja immer so, ich muss ja immer meinen Senf dazu geben, ist ja furchtbar. und das ist die, das ist da, ja damit, furchtbar. Damit es halt so auch mein Ding ist, ich muss ja dann da stehen. Das ist eigentlich bei allen Dingen, die irgendwie für mich auch ganz viel bedeutet haben, wie Meilensteine als Sendung zum Beispiel. Da war ich zum Schluss war ich Executive Producer. Mhm. Weil das heißt, ich habe noch Schnitte angeguckt und das wäre gar nicht mein Job gewesen, aber ich wollte es einfach geil haben. Geil haben. Und ihr wisst es ja selber. Du bist Gitarrist, aber wie oft bist du irgendwie Sounds und Hallräume und die. Und das ist alles cool. Und wie wenig beschäftigt man sich dann eigentlich nur mit Gitarre spielen. Und das sage ich ja immer, du könntest ja durch die Freibad-Durchsageanlage mit einer Rummelplatz-Gitarre irgendwie spielen. Weißt du, was ich meine? Und aber wenn du singst, du kannst auch ein Telefonbuch vorsingen, das klingt gut. Naja, also es ist einfach so, dass wir so unseren irgendwie Sound irgendwie so gefunden haben und das ist alles cool. Aber man muss sich immer diese Neugier bewahren und immer Bock haben, was Neues auch auszuprobieren. Und ich finde es geil, mit Leuten, die vielleicht, das haben wir auch gemacht beim neuen Album, die jetzt gar nicht so bekannt sind, aber die Bock haben und brennen an beiden Enden. Mhm. Und so, wie viel sie immer so, das haben wir jetzt letzte Woche gespielt zusammen. Das ist so ein musikalischer Megatyp, der sitzt so neben dran und sagt, der macht Mund auf, der fängt an zu singen, der hat so einen geilen Taste. Ja. Und Taste kannst du halt nicht lernen, auf keiner Schule der Welt. Das heißt, einen Taste bekommst du, weil du total motiviert dich dafür interessierst. Wenn jemand Skateboard fahren lernt und der guckt sich irgendeinen geilen Skateboardfahrer an, dann kann er es nur lernen, weil er Bock drauf hat und halt das rafft und auch diese praktische Intelligenz hat, die ich zum Beispiel gar nicht habe. Also ich habe, was so Fingerchen angeht, Gitarre spielen, aber wir alle wissen das, wenn du schon eher, aber wenn ich versuche, einen Rigipstübel reinzuballern, dann weiß ich nicht, ob der da drin bleibt in der Wand. Aber ich probiere es immer. Und das ist bei dir schon eher. Und das ist so, jeder hat so seine Raffinessen und ich finde es geil, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, wo einfach die mich total inspirieren, die eine andere Herangehensweise haben. Und du kannst auch, jetzt hatte ich beim Songwriter Camp Mädels oder ganz viele Mädels, die gar nicht so aus dem musikalischen Umfeld kommen, sondern einfach sagen, ich habe mal so eine Songidee. Und das fand ich total cool, weil ein, zwei Mädels dabei waren, die einfach nur so hobbymäßig, die auf dem Bauernhof leben oder so und hobbymäßig einfach für sich so eine Gitarre in die Hand nehmen, so drei, vier Akkorde. Und dann war es denn irgendwie, dann haben die so Sachen rumgeschrieben und das war auch irgendwie so unser, boah, das ist ja voll so ein bisschen Ben Howard-mäßig, weil die komplett frei losballern. Geil. Und das ist halt auch total geil, weil da gibt es keinen. Ist auch total cool. Und jetzt zum Beispiel mit Marianne Neumann, die ist wahnsinnig talentiert, mit der ich wenigstens probiert geschrieben habe. Sie schreibt mega geile Texte und hat ganz schnell einen Flow und ist total singgeil. Jetzt kommen wir auf diese Frage vorher zurück, warum hört sich das so gut an oder warum hört sich das so an? Also du musst es so meinen, was du da singst und jetzt sich dafür schämen wäre das Schlimmste, aber ich möchte eine Musikalität in die Wörter reinbringen und ich verschluck auch viel und am Anfang haben sie gesagt, das ist ja schlimmer als Grönemeyer, du verstehst kein Wort, was du da singst, sing doch mal deutlicher, aber sag mal, kraftvoller oder je mehr man so Pfeile abschießt mit Wörtern, desto mehr möchte man was von den Leuten mit einem Text. Und desto pathetischer wird es auch. Mhm. Und das Krasse ist, je mehr du so im Kopf drin bist, in Gedanken und dann so, als ob du die Story erzählst, desto mehr wird dir die Story abgekauft. Mhm. Und genauso mache ich es auch als Produzent, wenn jemand mir was vorsingt, sage ich, ich kaufe dir das nicht ab. Wenn aber jemand so sein Vibe hat und seine Story erzählt, sagst du, ich kaufe dir jedes Wort ab. Wow. Weil es von ihm kommt? Nee, nicht nur, weil es von ihm kommt, sondern weil eine Musikalität in den Wörtern drin steckt. Das heißt, Marianne zum Beispiel, der Phil, die ziehen, also Phil kann aus dem Telefonbuch singen. Mhm. Und der singt wirklich so, der zieht die Wörter dann so hin, dass es musikalisch geil ist und so. Und das, oder bei Xavier damals, der hat Schweizer Bergkäse und du sagst, wow, es hat mich so berührt. Ja. Und das ist. Aber woran liegt das? Wie kann man das lernen? Du nicht lernen, weil du setzt dich dahin und du möchtest, dass
das hatte ich vorher gesagt, dass der Text nicht so diese Wichtigkeit, weil dann wirkt es pathetisch, sondern ja. Du erzählst eine Geschichte, die Leute dürfen die Tür aufmachen und dürfen da kurz reingucken und sich aus diesem Film und dieser Story so in ihr eigenes. Es ist doch so, wenn du im Alltag einen Job hast und das ist dann ja. Und du bist, möchtest dich einfach sagen, Leute, ich habe es, das ging mir zum Beispiel vor ein paar Wochen so, wo ich so viel unterwegs war, ich hatte keinen Bock mehr auf Autobahn, keinen Bock mehr auf Raststätten. Und ich gucke ja nie Fernsehen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mit meiner kleinen Tochter einfach so einen coolen Film geguckt, einen Kinderfilm, und der war total berührend, total schön. Und dann, das ist total geil, ich gucke ja kaum andere Filme, aber ich finde es halt total cool, wenn einen das dann so raushaut und sagt, boah, wie viel Kreativität manchmal in den Kinderfilmen drin steckt und wie viel Humor auch, den die Kinder gar nicht, den die mitlachen, aber der ist noch viel lustiger, deshalb, weil die Autoren selber sagen, hey, ist ein Kinderfilm, nimm dich selber nicht so ernst. Ich habe dir ja vor kurzem mal einen Song geschickt, den ich auf Deutsch geschrieben habe. Den hast du, ne, weil ich mal wissen wollte, was du sagst. Ich habe gemerkt, ich schreibe ja überwiegend englische Songs und ich habe über die Jahre gemerkt, da fühle ich mich einigermaßen wohl. Ja, irgendwie, du hast da einen mega Vibe, das ist das ist halt, hat sich so ergeben, ne, weil ich daherkomme. Aber ich habe es nie geschafft, einen deutschen Song zu schreiben. Und ich hab das zumindest nicht geschafft in dem Sinne, dass ich gesagt hätte, das kommt wirklich von mir, das meine ich so. Und ich fühle es jetzt auch und ich kann das auch transportieren. Das klingt immer irgendwie so, nee, ich bin noch nicht so weit. Und du hast es angehört und du hast auch selber dann wahrscheinlich Sachen gehört. Aber wenn du, es ist auch so individuell, ne? Aber bei dir hat man immer so das Gefühl, Du machst so lange rum, bis der Song wirklich das transportiert, was du meinst. Also du schaffst es, eine Emotion, die in dir ist, irgendwie in den Text zu packen. Ja, ich habe meistens immer, also zum Beispiel, wenn du jetzt Dann bin ich zu Hause nimmst, der ist ja ein Song, der könnte auch aus dem Schlagerbereich kommen oder was auch immer. Das ist ja oft so, dass ich da, wenn man die Schublade aufmacht, hey, das könnte ja auch Schlager sein. Ja, vielleicht, wenn es jemand anders singt oder was auch immer. Aber im Prinzip sind es Bilder und wir haben auf Deutsch generell immer ein Problem damit, über Liebe zu singen. Also wenn du zum Beispiel, jetzt habe ich gestern, was war es, The Killers. Und die haben einen Song, der habe ich gestern gehört, Burning Light oder Bright Size Life. Turn on the Bright Lights. Und dann kommt wirklich ein mit Turn on the Bright Lights. Das ist einfach, wenn du den kompletten Text, kompletten Text auseinander nimmst, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, aber das könnte textlich auch ein Schlagersong sein. Ja. Aber klar, die meint es ja so, mach das helle Licht an. Und wenn du eine Minute in Deutschland singen würdest, auf Deutsch, mach das helle Licht, dann denkst du, okay, das ist eine Hippie-Gruppe auf Ibiza, die irgendwo sich verschanzt haben und ja, ich würde, mach das helle Licht ist schon längst an. Ist die Attitude, das, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, auch wenn man deine Texte, nicht alle, aber beispielsweise, dann bin ich zu Hause, wenn man das nehmen würde und das lässt man von einem Schlagersänger singen und hat dann noch ein Playback mit den gleichen Akkorden, was aber anders klingt, als wie wir es spielen, dann könnte das ein Schlagersong sein. Und was du aber tust, ist, ich bin in der Szene drin. Das heißt, wenn du loslässt, also das ist halt, sind ja wirklich, das ist ja das Bild, was sich total, es ist einmal das Bild, wie man sich fallen lässt, also seine Schutzhülle fallen lässt, um dann den Hauptgewinn zu bekommen, nämlich geliebt zu werden, so wie man ist. Und dafür muss man aber die komplette Hülle fallen lassen. Und die Frage ist, wann macht man das? Und das zweite Bild ist dazu, dass ein Glas vom Tisch fällt und runterfällt und dann irgendwie auf den Boden kommt, aber Scherben bringen Glück. Das ist auch gleichzeitig ein Neuanfang. Und deswegen sagt man das auch, indem man Dinge, die im Leben passieren, sagt, okay, jetzt heben wir die Scherben auf und weitermachen wir das. Und eigentlich wünscht man sich immer einen Partner, der sagt, passt schon, dann machen wir einfach weiter und so. Einfach so. Oder wie Grönemeyer, ganz und einer der schönsten Songs, die je geschrieben worden ist, Der Weg, den Begriff Nordisch Nobel. Ne? Ja. Da habe ich 3 Jahre gebraucht und so, Nordisch Nobel. Ne? Weil ich meine, was singt man? Geht es ihm gut? Und das war aber Nordisch Nobel. Und der würde selber darüber lachen, weil das so das meist,
Das so, und es ist so ein berührender Wahnsinnssong. Du hast jeden Raum mit Sonnenlicht geflutet. Das ist so eine mechanische Aussage. Metapher, ne? Die erstmal gar nicht, eigentlich erstmal gar nicht romantisch ist, sondern wahnsinnig deutsch und wahnsinnig mechanisch. Aber in dem kompletten Kontext von dem Song, ich musste den Song mal auf Englisch übersetzen für einen Charlie Winston, weil er den sagte, hey, was ist denn da so dran an Grönemeyer? Hat da viel von gehört. Dann habe ich ihm den Song bei einer Autofahrt komplett auf Englisch übersetzt. Das war gar nicht so einfach. Und der sagt, wow, das ist halt mega so. Und ich sage, ja, aber es ist halt typisch deutsch. Und das hat, und also es ist einfach so, aber eine deutsche Art von Romantik. Aber und dann halt nicht pathetisch. Wollte ich gerade sagen, total unprätentiös. Genau. Wenn Grönemeyer. Du hast sagt, jeden Raum hast mit Sonnenlicht. Aber mit der Stimme von Grönemeyer. Ja. Wenn das ein Schlagersänger mit pathetischer, überbordender Romantik singen würde, dann kriege ich Fingernägel und das ist halt zu mir zu auch die Melodieführung, alles, du hast jeden Raum mit Sonnenlicht. Ja. Wenn du jetzt irgendwie spazieren gehst, funktioniert es nicht mehr. Genau. Aber es ist eine Aussage beim Grönemeyer, der hat quasi eine Aussage, die so reinknallt und malt dann Bilder damit. Ja. Und das ist total, also Grönemeyer ist ja mega geil, um über Songwriting zu sprechen. Deswegen ist es auch, glaube ich, wenn Leute jetzt fragen, warum klingt der Gregor so, wie er klingt? Was ist daran so geil? Wie kann ich das lernen? Oder wenn ich das mal auf Saxophon übertrage, was ich im Studium viel machen musste und was ich auch sehr gut finde, ist transkribieren. Ich höre mir andere Leute an, Saxophonisten oder andere Gitarristen, finde ein Solo von denen geil, höre mir das, ziehe mir das rein, schreibe das haarklein auf, checke, wo sitzen die Noten zu früh, zu spät. Das kann man alles machen. Mhm. Das ist als Instrumentalist auch nochmal interessanter, weil man dann bestimmte Licks findet und so weiter. Wenn ich jetzt aber an Gregor Meile transkribieren würde, wie singt der, wie klingt das? Das macht für mich nur bedingt Sinn. Man könnte sagen, du bist laid back, du verschluckst ein paar Dinge, du klingst ein bisschen rotzig, verraucht, whatever so. Kann man alles machen, aber ich glaube, es hilft den Leuten nicht, weil eigentlich muss jeder für sich selbst finden, wie er oder sie selber klingen will, wenn sie oder er einen Song schreiben will. Oder es einfach auch so meinen, ohne jemand anders überzeugen zu wollen. Mhm. Also das ist vielleicht auch eine coole Aussage, also wenn man es jetzt analysiert, ist Ich singe einen Song und dann bin ich so in meiner Welt drin und ich freue mich dann auch, wie gesagt, wie ich gerade erklärt habe, ich kann die krassesten Balladen spielen und denke an komplett andere Sachen, was furchtbar ist. Aber bei Keines wie du ist es als gutes Beispiel, taucht halt immer ein, zwei Bilder auf. Die existieren so, die werden immer da sein, zu den Personen oder zu den Bildern oder was auch immer, zu dem Moment, wie der Song entstanden ist. Und der ist für mich wirklich so ein Flashback auch. Ah ja. Wir spielen den ja nur einmal am Abend. Aber das ist jetzt so ein Song, wo dann immer so ein, zwei, weil ich, also ich habe die Empathie, dass ich kann halt die Energie von den Leuten, kriege ich halt mit. Und wie die halt, wenn 2000 Leute die Fresse halten, auf Deutsch gesagt, und dir die Ehrerbietung bringen, halt zuhören zu wollen oder halt voll drin sind. Du kannst den Song auch nicht in den ersten 3 Minuten spielen. Das macht keinen Sinn. Aber das ist doch irgendwie spannend, ne? Weil kann das, ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, es kann doch sein, dass ein Song, wenn man ihn zu pathetisch rüberbringt, dass er sogar von der Emotion ablenkt. Absolut. Ja, ja. Das heißt, du musst eigentlich ist ähnlich, wie wenn du denselben Song, das ist mir mal passiert, heute Nacht zum Beispiel, ist recorded worden, dann war der wunderschön, tolles Geigensolo. Und dann ist der durch einen mechanischen Fehler zusammengedrückt worden beim Master. Und dann hat er nicht mehr gewirkt, hat er kein Gefühl mehr erzeugt. Kompressionsmäßig, oder? Kompressionsmäßig, hat einfach keine Dynamik mehr gehabt. Und deswegen so ein Strich. Und das ist total schade und da habe ich daraus gelernt. Und weil ich das selber auch geil fand, geil, so komprimiert und so schmatzend und so. Aber die Wirkung ist nicht mehr da. Aber es ist spannend für Songwriting, weil ich merke das auch an mir, wenn ich einen Song schreibe und ich nehme mich und meine Emotionen ein bisschen zurück, dass der Song manchmal mehr wirkt am Ende. Ja, weil wenn man Sachen schreibt und man packt zu viel von seiner eigenen Emotion rein, kann es einen falschen Weg am Ende. Man muss es schaffen. Also du darfst eh nicht so viel drüber nachdenken, aber wenn ich es jetzt von außen betrachtet ist, die Leute, wenn du einen Song schreibst, dann muss es so sein, als ob die Leute kurz eine Tür aufmachen und dann sitzt einer im Raum und erzählt seine Geschichte. Ja. Und du musst einfach, du bist voll in dem Film drin, du erzählst deine Geschichte und dann kaufe ich sie ab. Und es ist egal, welche Stimme, ob das jetzt Englisch ist oder Deutsch, ist völlig wurscht. Auf Deutsch ist es halt, muss man mehr die Hose runterlassen und ich denke, dass man, wenn man über Gefühle spricht, dass man mehr Metaphern drumherum bauen muss. Mhm.
die, deswegen habe ich bei Dann bin ich zu Hause sind halt eben auch so mechanische Sachen. In der Analyse, ich habe das natürlich, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt, sage ich, nee. Schreib mal mechanisch. Das machst du automatisch, ja. Sondern immer wenn du loslässt, das war schon das so am Anfang einer Beziehung, das war ja auch so, läufst du Gefahr, zu Bruch zu gehen. Und zu Bruch zu gehen ist halt dieses Glas. Ja. Immer nur läufst du Gefahr zu Bruch. Und wenn du zu stark dran festhältst, verlierst du zu schnell deine Kraft. Also es ist ein Typ, der sich am Felsen festhält, aber nicht runterlaufen, fallen möchte. Aber jeder versteht falls sofort. Falls du doch am Boden aufprallst, weißt du, die Scherben bringen Glück wieder das Glas. Und während du fällst, spürst du jeden Augenblick. Das heißt, wenn du gar nicht dich in die Position legst, dass du fällst oder in der Gefahr das Risiko eingehst, kannst du eben nicht halt die große wahre, bedingungslose Liebe empfangen, jetzt mal ganz pathetisch ausgedrückt. Aber genauso ist es ja, wann das, wenn es, also jeder Mensch ist auf der Suche nach einem anderen Menschen, der einen bedingungslos, so wie man ist, liebt. Und das ist dann das Schönste. Und spätestens wenn du Kinder hast, ist es so, dann steht halt so ein kleiner Mensch vor dir, der möchte dich genauso haben, wie du bist. Aber schafft das mal in den Text zu bringen. Weil diesen Übertrag zu schaffen, das ist ja die große Kunst, ne? Und das schaffst du immer wieder und das finde ich spannend und ich merke selber, wenn ich da sitze und versuche das zu machen, wie schwer das ist. Ne? Jeder, der Songs schreibt, der weiß irgendwie, das ist ein wahnsinniger Aufwand, Energieaufwand. Ne? Man sitzt da und das Schöne ist so doch, tief rein. Dass das die krass. AI uns das nicht bescheren wird können. Das ist auch ein Riesenthema, aber wenn du jetzt, ich finde, und um jetzt noch einmal dieses, ich mache den Raum auf und dann bin ich sofort in diesem Film drin, als Tipp ist zum Beispiel das Schönste auf der Welt, ne, wo unsere Tochter geboren ist. Und dann fängt der erste Satz ist, am schönsten Morgen meines Lebens. Mhm. So, und dann willst du sofort zuhören, weil es war der schönste Morgen. Mhm. Und dann bist du sofort drin, was will er mir jetzt? Storytelling. So, und dann bist du in drei Wörter, zack, am schönsten Morgen, da warst du 3 Minuten alt. Mhm. Und dann so, okay, wer war, ach so, Baby. Und dann nimmst du auch schon, da gibt es dann keine Conclusion, Auflösung, ach, das meint er eigentlich damit, sondern es ist wirklich von vorne erzählt, so wie ich die kleine Maus da habe und die war wirklich 3 Minuten alt, Kaiserschnitt und das war das Krasseste, was ich je erlebt habe und auch eine Taylor Swift wird es umhauen, wenn die Mama wird, weil sowas, die hat alles erlebt, aber das noch nicht. Und das sind alles, das ist so das ist größten Wunder und das Beeindruckendste und das die coolsten Wunder passieren dann, wenn du meinst, du hast schon alles gesehen. Und das ist eigentlich sehr cool und das einfach so runterzuschreiben und den Moment zu beschreiben, ohne dass du was ganz Schlaues sagen möchtest. Ja, ja, aber da kommt ja dann ganz schön viel zusammen, ne? Weil du musst ja, du machst erstens das, dann musst du schaffen, okay, wie geht das Handwerk an, ne? Wie schreibt man überhaupt einen Song? Das Handwerk, das ist ja irgendwie schon da. Dann kommen die emotionalen Akkorde, die Harmonien und es kommt ja alles dann zusammen. Das ist schon ein komplexer Vorgang, der aus Intuition besteht, aus Erfahrung, aus Vokabular und aus, das ist ja, wenn man so analysieren will überhaupt, wenn es überhaupt geht. So, dann kommt so viel zusammen und ich finde es immer wieder spannend, wie das funktioniert. Und du baust eine Szene. Philipp Boissel, gutes Beispiel, hey, der Vorhang flattert durchs Abteil. Mhm. So. Ist klar, der sitzt im Zug. Ja. Oder Peter Fox, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Und er singt deswegen Orangenbaum, weil es phonetisch, der singt nicht Kaktusfeige. Das klingt geil. Der singt nicht Kaktusfeige. Ja. Der singt Orangenbaum, viele Vokale. Und in Berlin musst du erstmal Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Das ist total geil, weil uns auch gleichzeitig, hey, das ist mediterran, das ist Orangenbaum. Und das ist geil, wo läuft er denn da rüber, Orschenmann? Das ist halt kein. Ich würde gerne mal wissen, wie lange der an der Zeile ob die gleich kam? Das kam relativ schnell, könnte ich dir jetzt sofort sagen, weil es phonetisch geil ist. Ja. Und der kommt aus dem Hip-Hop. Ja. Das heißt, das ist eh die geilste Sprachkultur. Ja, weil der Flow, geil, ja. wo halt die Phonetik im Vordergrund steht. Und Hip-Hop bei Clueso ja auch, ne? Fanta 4 hat. Hey, check mal, dass, wir haben gerade jetzt im Urlaub die neuen Enno Bunga-Songs gehört. Okay. Super spannend. Ich bin Enno Bunga, Hamburger Songwriter. Super empathische, geile, emotionale, aber trotzdem auch intellektuelle Dinge. Super geil. Also kann ich total, wenn ihr mal heute auf der Rückfahrt oder so, Enno Bunga, die neuen Sachen, finde ich mega geil. Total eigen.
klingt komplett anders hinter als... Hinter dem Burnout, wie heißt er nochmal? Ja, das ist Flomega. Ja, ja, Flomega hat auch Flomega seinen auch geeignen Flow. Ja. Und das ist halt einfach Wahnsinn. Geil, wenn du... Ich gehe da halt, wo der Pfeffer wächst. Und das finde ich auch geil, wenn du da ja, drauf scheißt, was jetzt irgendwie richtig ist. Dann hast, ja. machst du auch dein eigenes Ding. Ja. Und wenn du das Glück hast, dass das irgendwie einen Groove hat und einen Vibe, ja. ist doch geil. Und du, der Typ hat sein... Das ist total... Ich frage mich, warum... Naja, ich weiß es, warum das nicht so erfolgreich ist, weil wir den, diese Kultur in Deutschland gar nicht pflegen. Ja. Ja. Also das ist, was ich gesagt habe, dieses Sophisticated, was es in Holland gibt oder sonst irgendwo, oder Italien, Spanien, überall auf der Welt. Und in Deutschland, wir pflegen es. Weißt du was? Mucke ist so Urinstinkt. Wo haben wir den letzten Gig? Völlig losgelöst. Und das ist einfach so... Das ist ein Song, das ist, den hatte ich damals, den fand ich damals schon furchtbar. Und da kann aber, du kannst mit 8,0 Promille kannst du den halt vollballern. Und das ist halt so, das gibt halt so Songs, die so, okay, und das gibt's aber auch, und dann nimmst du Hey Jude oder nimmst du Let It Be. Und das sind auch vermeintlich einfache Songs, aber die haben so eine, wenn du Hey Jude mal von Lyrics anguckst, yeah. das hat ja Paul McCartney für einen Sohn von John geschrieben. Und ich finde es einfach geil, was da noch so alles passiert und welche Bilder, weil jeder Vers ist anders. Ja. Und wenn man, jetzt habe ich so Beatles-Metal im Gabalier geballert und du denkst, wie geil, wie das Spaß macht, die Songs live zu spielen und wie die Leute alle abgehen und was für Akkordwendungen, mhm. die würde ich so für mein Songwriting gar nicht, also ich habe natürlich viel Beatles gehört und so, aber ich habe nie in einer Beatles Coverband gespielt. Ist vielleicht auch gut so, weil es dann ähnliche Akkorde geben wird, weil es ist so geil, wie die dann wieder auf die Grundtöne kommen. Ich kann es gar nicht musikalisch ausdrücken, aber wie die wieder hin und her fliegen in Tonarten und es wirkt so natürlich, wenn man es jetzt analysiert. Es ist ja schon tausendmal analysiert worden, aber ich finde es einfach schön, dass die halt der Flow ist und jeder kann die Gesangsmelodie mitsingen und fast alle können den Text singen. Ich freue mich auf deinen nächsten Song. Auf meinen? Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Wann der kommt, was es für ein Thema ist, was es für eine Musikrichtung ist, da kann ja alles passieren bei dir. Ob er italienisch schmeckt. Italienisch? Ja, also ich es gibt so ein paar Vibe-Songs, die da sind, aber es gibt so 3-4 Sachen, die ich so immer so irgendwie so als Flow da habe von der Melodie und das mich, wo ich so nicht so, wo mein Ding ist, wo ich so eins mit der Gitarre werde, um selber auch mal runterzukommen. Vielleicht musst du wieder Urlaub machen in Ligurien oder wo es da immer war. Da kam ja, das ist dann so Bootcamp-mäßig. Dann habe ich dann wirklich so ein paar Instrumente dastehen und wenn ich an dem einen Song nicht weiterkomme, arbeite ich am den nächsten. Zwischendurch habe ich mal einen Axel angerufen, weil ich war, hey, ich habe was. Ich hab mir die Songs vorgespielt. Aber das war wie wenn ein Fisch ist, oh, ich habe einen Fisch gefangen. Aber das war so ein Environment oder wie man sagt, das war so eine kreative, so ein Umfeld, das dich dazu gebracht hat, Songs zu schreiben, oder? So, ja, ich war eine Woche komplett Ding, habe wirklich nur 2-3 Mal korrespondiert und sonst halt eine Woche mit mir und wenn ich halt so Bootcamp, weil ich halt mir was vorgenommen habe. Ich bin eine Kampfsau, ich habe auch in der Kreisklasse schlimme Abwehr gespielt, weil ich halt immer darum gekämpft, bis mir die Lunge rausfällt. Und genauso ist es auch, ich bin extra da 1200 Kilometer runtergefahren und hätte niemanden Frieden mit mir selber gefunden, wenn ich mit nichts wieder nach Hause gefahren wäre. Es hätte mich komplett runter. Ja. Also, und dann willst du nicht irgendwas, sondern du willst halt dann, du willst was Geiles daraus machen. Du willst dich auch was Neues ausprobieren. Und dann hatte ich halt eine normale, dann hatte ich eine 12-seitige. Wenn du die spielst, dann kommt halt schon die 70s, dann kommt halt die Nur für dich scheint, was halt so ein geiles, ja. dieses Intro, wo du sagst, ja geil, Fleetwood Mac oder was auch immer. Und dann kommst du und dann hast du diese African-Nummer, die ich eh schon immer mal schreiben wollte. Aber dann habe ich wirklich so Bootcamp-mäßig. Und dann habe ich zwischendurch gesagt, jetzt schreibe ich mal was ich immer schreibe. Dann kam Leiden los. Das ist ja komplett so das Ding, was ich immer mache. Auch ganz einfach, aber halt so ein paar Voicings, die halt eine schöne Färbung geben und die mich nicht raushauen. Der will auch musikalisch nicht so viel, aber der Chorus ist positiv. Und das finde ich halt schön, der ist musikalisch auch positiv. Der nimmt dich mit und sagt, ja, alles klar, jetzt Leiden los, jetzt... Das war scheiße, jetzt geht das neue Kapitel los und das ist eine positive Zukunft und so. Mhm. Und
Und ich mag auch, wenn sich Träumen lohnt, das ist wahnsinnig pathetisch, der Song, und der ist auch lyricsmäßig. Aber da gibt es einfach so ein paar Sachen drin, die ich total mag, die auch lyricsmäßig halt total schön sind, weil sie Dinge in Frage stellen. Und das ist so ein Disney-Song. Das ist so ein Disney-Song, genau. Und da war so ein Sturm davor und da war das Wasser ganz stürmisch. Ich war in so einer, in dem Haus von der Paula, das ist leider nicht mehr, also das gibt's noch, aber es gehört nicht mehr der Familie. Und da bin ich echt auch aufgewachsen und ich war in verschiedenen Epochen mit verschiedenen Partnerinnen da in meinem Leben und da sind viele Flashbacks so passiert und dann, das war immer so, hey, wo stehst du gerade im Leben? Mhm. Und somit der glücklichste Moment in meinem Leben habe ich da verbracht. Und dann auch, ich habe auch so meine, gab es auch Momente, wo ich da war in vorigen Jahren und meine Wunden geleckt habe oder so. Und das halt kam so alles. Und es ist so ein heiliger Ort, den ich sehr liebe, den das jetzt für mich nicht mehr zugänglich ist, aber den trage ich immer bei mir. Und ich habe halt ein halbes Album da geschrieben. Und genauso wie Stintino oder so, mhm, wo ich wirklich in einer Woche ein ganzes Album geschrieben habe, in New York dann recorded. Das war fucking Wahnsinn. Und ich werde aber dieses Momentum mit den Augen, die ich damals gesehen habe, dass die letzten 125 Euro aus dem EC-Automaten in New York rauskommen, um das Sushi vom Grammy-Besitzer Schlagzeuger zu bezahlen, weil der genervt war, weil er aus Puerto Rico irgendwie einen halben Meter Schnee nach New York für irgendeinen Newcomer ein Album eintrommeln muss. Und mit dem Sushi und zwei sehr guten Flaschen Wein, die ich dann noch im anderen Weinlager, war wieder alles cool. Ne? Und dem habe ich nachher die Füße geküsst, also seine Schuhe geküsst, weil der hat wirklich auf Magic da fließen lassen und der Typ, der hätte eigentlich einen Oscar kriegen sollen für Birdman und der ist ein crazy Typ und der hat ein ganzes Leben lang nur Jazz gespielt und wir stehen da und sagen, kannst du die Snare mal runterstimmen? Und es war halt so, das ist einfach ein Frevel und er sagt, naja, sag seinen Namen, Antonio Sanchez. Und der ist halt mit, das ist der Schlagzeuger von Pat Metheny, ja, und der ist halt einfach einen Tag nicht auf Tour gewesen am 28. Januar 2014. Das ist schon krass. Und da haben wir das Album aufgenommen. Das ist schon wahr. Und es war, ich bin mit dem Groschi, bin ich dann quasi so iPad-mäßig, FaceTime oder Skype oder so, ich da im Studio rumgelatscht. Und im Studio A, wo wir waren, ist halt Tears in Heaven 3 Monate recorded worden. Mhm. Da ist halt Miles Davis, da ist Born in USA, da ist Bon Jovi, da ist Sting, John Mayer, Continuum, ist da recorded worden. Mhm. Und da stand ich halt. Und auf der Abhöre, wo ich so meinen Kopf höre, da stand halt noch Paul drauf. Weil eine Woche vorher Paul McCartney am selben Knöpfchen gedreht hat. Bist du? Wahnsinn. Das war fucking, ich bin wirklich durchgedreht und dann gerade der, das war wirklich für mich so ein, einmal kurz hier den Heiligen Gral in der Hand halten, ne? Und das war Wahnsinn und ich habe mich die ganze Zeit so demütig gefühlt, so, hey, was mache ich jetzt hier? Ich kann ja nichts und ich habe, die Songs sind noch nicht mal fertig und wir sind ja Ding und. Und dann hat aber der Ingenieur, als die Platte dann Gold geworden ist, bevor ich es wusste, dass das Album Gold ist, hat er sich selber eine goldene Platte gebastelt und hat es bei Facebook irgendwie so, hey, mein Freund aus Deutschland hat eine goldene Platte und hat sich selber eine gebastelt. Wie geil. Und der Typ hat George Harrison aufgenommen, U2-Platten gemischt. Der hat an dem Tag, wo wir reinkamen, gesagt, oh yeah, no, tomorrow, no, there was a call, no, I'm very happy. We were getting an Oscar for a film I recorded und so. Und es war wirklich so, alles so ganz entspannt, weil der sitzt eh immer da am Mischpult und so. Oh, und du sagst einfach, ja, der hat halt einfach, der hat Tears in Heaven recorded. Und du sagst einfach, ich könnte den einfach Löcher im Bauch fragen. Kostet aber viel Geld, den jetzt auszufragen. Ja, und es war aber cool, der hat dann, wir mussten ein paar Sachen unterschreiben, weil wir Geräte benutzt haben, alten Fairchild. Und der kostet dann irgendwie $200 extra und hat dann aber die Rechnung gesagt, und weißt du was? Und hat es dann so zerrissen und so und irgendwie Mülleimer geklatscht. Also wir haben das nie, so war total süß, der hat halt alles geil. Und so. Geil. Und es war wirklich, also wenn du dann diese Liebe dann kriegst und die halt, der hat die ganze Zeit so gelächelt, weil er sich so gefreut hat, weil da haben wir auch Chance und so aufgenommen und so weiter, wo der dann sich so gefreut hat und dann so dabei war bei jedem Beckenschlag von Sanchez. Und die kochen ja alle mit Wasser, die Amis, aber die Typen, die da sitzen, sind halt genau die Nerds, die das halt dann einfangen können. Ja, und das war wirklich, also der hat mit Bob Dylan, ich weiß nicht, was der alles gemacht hat. Das war,
Also das war sehr beeindruckend und diese Demut, aber was ich damit sagen möchte, ich werde wahrscheinlich New York nie wieder mit den Augen sehen wie damals, und es war genau richtig. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben durfte. Es kommt mir auch vor wie ein anderes Leben manchmal, und ich habe alles, ich war zu dem Zeitpunkt 6 Monate lang nicht krankenversichert, weil ich alles in diese Musik da reingeballert habe. Und also man kann schon sagen, du hast irgendwann mal alles, also all in. Öfters mal. Ja. Ist manchmal immer noch spannend, aber ich weiß nicht, ob ich so ein Player bin, aber ich denke einfach, das muss doch so sein. Warum können wir das nicht selber machen? Und da musst du erstmal investieren, und ich bin halt seit ich 17 bin selbstständig. Also man kann nicht sagen, dass du das Leben nicht lebst. Nee, ich bin manchmal von mir selber, sag, Meile, warum hast du jetzt so viele Baustellen? Warum hast du jetzt noch angefangen? Aber ich versuche halt, meine Kreativität in verschiedenen Sachen zu nutzen. Und ich finde es einfach furchtbar, wenn es Dinge gibt oder Produkte oder sonst irgendwas, wo keine Liebe investiert worden ist, nur um Geld damit zu verdienen. Ja, man muss aber auch sagen, du hast da, wo manch anderer vielleicht gesagt hätte, ich mache das aus Angst nicht, bist du all in gegangen und du hast es dann durchgezogen. Ne? Weil ich ja ganz oft sowieso nichts zu verlieren hatte in dem Sinn. Weil du gehst ja nicht damit zum... Das Schlimme ist, wenn man mit dem Plan rangeht, und das hast du ja ich durfte ja in ganz jungen Jahren schon in Studios sitzen, produzieren und machen, und ich weiß noch, wie ich mit 20 in Hamburg mit einem tollen Songwriter-Couple, die da geschrieben haben, die haben, sag mal, Wein zugeschrieben von echt und so, die haben super geile Songs geschrieben. Und wir waren da schon auf einem guten Weg und so, aber ich hatte diesen Flow noch nicht, weil ich eigentlich noch nicht so wirklich viel zu erzählen hatte. Und wenn man dann so sein eigenes Ding findet, das dauert ja auch ewig, aber so wie Line Los zum Beispiel, ein gutes Beispiel, das ist ein Song in einer halben Stunde, aber das habe ich schon immer so gemacht, das mache ich oft so. Aber trotzdem hat er dann wieder eine neue Geschichte und hat ein neues Bild, und das liebe ich sehr. Es ist Spaghetti Bolognese, ist nichts Neues, aber es ist halt total schön, weil es halt, da sind ja jetzt noch Backpflaumen drin. Und dann hast du ja irgendwie... Das kommt immer wieder, die Kochwelt. Ja, weil da kann man es gut vergleichen. Ne? Ja. Und wir lieben das ja auch, wenn der Rainer kocht und wenn wir proben. Das ist so geil, wenn du ein tolles Essen hast und sich jemand mühe, so wie gestern zum Beispiel. Ja. Ich sehe an der Klamotte vom Koch, dass der Bock hat, uns was Geiles zu kochen. Ja. Ist so. Ja. Die kamen rein, die Typen, sagen, ich habe es noch nicht mal gerochen, noch nicht mal den Sieb, und ich wusste, das wird ein geiles Essen. Ja. Und es war das beste Essen der Tour bis jetzt. Ja. Weil sich jemand richtig viel Mühe gemacht hat. Ja, und auch weil jemand das liebt, was er macht vielleicht. Absolut, ja. Absolut. Ja. Aber es war die beste Nudel. Ja. Alles mega lecker. Ja. Und ich war so... Leute. Das war mega geil. Wir müssen ein bisschen jetzt... wir könnten eigentlich 3 Folgen draus machen. Das ist ja das Lustige. Ich wollte euch am Anfang sagen, ihr müsst eigentlich nur eine Frage stellen. Die Batterie geht nämlich irgendwann alle. Wir können gar nicht so lange. Nee, aber wir könnten über 1000 Dinge weiterreden. Vielleicht machen wir das auch nochmal im Winter oder im Frühjahr. Gibt es denn jetzt irgend noch eine Frage, die ihr vorbereitet habt, wo ich euch nicht über den Mund gefahren bin. Nee, wir haben einen super schönen Querschnitt in alle Themen und so. Klar, könnte man noch tiefer einsteigen. Aber irgendeine Frage, so. Du kannst auch eine Frage stellen. Über meine Effektgeräte oder so, kann ich eine Frage stellen. Also ich kann nur sagen, ich als Musiker, ne, und es geht dir wahrscheinlich auch so, macht tierisch Spaß, Gregor Meile Songs zu spielen. Ja. Weil man hat ja auch, ne, wir haben ja auch nie die Gelegenheit, mal so aus unserer Perspektive, also schon haben wir viel drüber geredet, aber du bist ja jetzt auch da, und es war gestern wieder ein schönes Konzert, und es ist jetzt nach 10 Jahren, wird es nicht langweilig, die Gregor Meile Songs sind immer spannend, bleiben immer spannend. Auch für mich. Man kann musikalisch bei dir auch immer das reinlegen, du lässt die Leute so, wie sie sind, jeder Musiker kann das spielen oder kann da wirken, wo er gut ist. Na, ihr seid quasi die reifen Tomaten, wenn wir jetzt wieder am Essen springen, ihr seid schon genau. Du bist eine reife Tomate. Ihr seid schon genau so. Also ich wollte schon immer mal eine reife Tomate sein. Das sind die besten Zutaten, mit denen man kochen kann. Ja, ich meine, jeder sieht sich ja auch irgendwo in unserer Entwicklung und so. Ne? Und aber das ist doch das Geilste, für mich ist das aller das Schönste und das Wichtigste ist, mit Leuten zusammen Musik zu machen, die Bock haben, gerade im Moment ihren Charakter reinzubringen, und der passt dann dazu. Weil du das aber auch zulässt, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist genau der Punkt. Es gibt Situationen, die kennen wir. Ja, aber ich habe schon auch weil man eine Empathie hat
passt der Typ menschlich, aber auch musikalisch, passt es so zu der Mucke, die du machst. Und der MV ist der geilste Gitarrist für meine Mucke auf der Welt. Das wollte ich nämlich eben noch sagen. Weißt du, und das ist, nee, für mich. Ja. Also da könntest du John Mayer wahrscheinlich hinstellen und der wird irgendwann sagen, nee, pass mal auf an der einen Stelle, das würde ich aber anders machen und sag, ja, aber ey, so, und weißt du, was ich meine? Also vielleicht wird das gar nicht, da könntest du den geilsten, ja. So, und vielleicht ist es John Mayer, was auch immer, aber einfach so, und wir werfen uns ja auch Bälle zu, aber das ist ja der Charakter, der dann auch die Musik ausmacht, genauso wie der Herzi oder so. Ja. Willst du dem Herzi sagen, was er spielen soll? Das geht gar nicht, habe ich schon 15 Jahre versucht. Probiert. Und das Geilste ist aber, er hat selber so geile Ideen. Du musst dann einfach das Mikrofon aufnehmen und laufen lassen. Ja. Wenn du ein Recording machst, bei zum Beispiel Stolz auf uns, dann hat er irgendwas gespielt und so, boah, das war geil, stopp. Ja. Kannst du es nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Und sagt, ah, zum Glück habe ich es aufgenommen. Ja, genau. Kannst du das spielen, was wir gerade aufgenommen haben, was du gespielt hast vor 10 Sekunden? Das ist das Schöne, ja. Ich könnte es mal, Moment. Ja gut, das kriege ich hin. Und so muss es machen. Und diesen halt den Flow und das, ich liebe das, wenn jeder dasteht und Bock hat und alle bringen ja tausendmal mehr Engagement mit, als sie eigentlich bringen müssten. Und das ist aber das Richtige, weil alle sie Bock haben und so. Und ich freue mich auch, wenn ich auf der Setliste, dann kommt das auch geil und es kommt der Vibe und so. Und natürlich habe ich auch immer die Leute, ich habe ja, das ist das Einzige, wo ich sage, wo ich quasi anders funktionieren muss als ihr. Ich muss schon auch die Leute irgendwie, wo geht die Reise hin und wie kriege ich, was sage ich oder wie kann ich die auf den Song noch vorbereiten und so weiter. Aber ich darf eigentlich nicht drüber nachdenken, was ich sage, sondern einfach, wie viel Zeit gebe ich mir, um in den nächsten Song reinzukommen, um die Leute so ein bisschen abzuholen. Ich will die Leute ja abholen. Okay. Und das steckte schon, als Vierjähriger schon, fand ich es schon geil, auf der Bühne zu stehen, if you want it, you can do it, clap your hands. Und die Leute lächeln mich an und ich mache irgendwas, was die Leute cool finden. Ja. Und das hat mich halt infiziert. Du bist nicht der Typ, der mit dem Rücken zum Publikum steht und eine Ansage am Abend macht, sondern du bist definitiv jemand, der open book ist, du entertainst, es gibt die tiefgängigen Balladen, es gibt Humorsituationen, wir lachen gemeinsam. Es passiert durchaus viel, aber das ist eine Charakterfrage, das würden andere Leute nicht so machen. Das ist, ich kenne oft das Ding, mich fragen manchmal Leute, Gregor Meile, du spielst bei Gregor Meile, kenne ich gar nichts. Da habe ich gesagt, ey, du kannst dir die Alben anhören, die sind alle mega, aber komm zum Live-Konzert. Ja, absolut. Du wirst den Gregor Meile nur kennenlernen, wenn du ihn live siehst. Ja. Weil die Alben, die sind auf so hohem Niveau produziert, das ist alles so, so gut gemacht, aber den Charakter kriegst du. Ich liebe auch die Live-Alben, ich liebe am meisten die Live-Alben. Ja, aber du machst, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Aber nochmal wegen Gitarre, weil ich nochmal sagen wollte, es war vor 2-3 Gigs, war ein Engländer im Publikum, der dich nicht kannte. Ich kannte den über Umwegen. Billy? Nee. Ah, okay. Ich kannte den über Umwege und habe nach der Show kurz mit dem gequatscht. Und der stand nämlich und hat nach einem Gitarrensolo, was du gespielt hast, applaudiert. Und ich? Du hast ein Gitarrensolo gespielt. Der stand im Publikum und der hat applaudiert. Ach was. Als einer der wenigen. Weil du sagst, deutsches Publikum, manchmal ein bisschen schwierig und so weiter. Und sophisticated. Naja, nicht schwierig, sondern einfach eigen, also ja, ja. Genau richtig für uns, genau. Weil wir damit umgehen können. Aber die Musik ist nicht so wert, ist nicht so, wir haben nicht so Antennen für die Musikgeschichte, da gehen wir halt auf ein Klassikkonzert, ziehen einen Anzug an, lesen vorher die Beschreibung, was es in der Oper überhaupt gibt, sonst, ich weiß gar nicht, weil meine Frau hat mich hier mitgenommen und ich diese Liebe und wir haben ja viel, viel klassische Musik, wir haben ja wirklich tolle und Bach ist ja rein musikalisch auch Ingenieurstechnik, wenn man es genau nimmt. Ja. Ne? Und die ganzen, aber Bach hat mit Air zum Beispiel, war der erste Popsong der Welt. Und wenn du dann My Way nimmst, das hat denselben Aufbau wie Air oder sonst irgendwas, halt immer so. Und ich finde es einfach mega schön, wie wir uns reinfallen lassen können in Musik, weil wir sind deutsch effektiv. Das sind ganz viele von uns. Mhm. Wir versuchen, so sind wir aufgewachsen. Das ist so wie Antonio Sanchez, der Schlagzeuger mal so Deutsche beschrieben hat, das hat dann zu mir gesagt, Gregor, weißt du, ich als Mexikaner hat es eh schwierig in Amerika als Mexikaner, ich werde immer der Mexikaner sein, obwohl ich einen Oscar habe und Grammys und so, aber ich musste immer mehr machen als die anderen und da hat er auch total recht und sagt, weißt du, ihr Deutschen, das ist total bewundernswert, ihr seht einen Prozess oder das Rädchen, das vielleicht nicht so gut läuft und dann
sagt ihr was dazu und sagt, kann man das nicht austauschen oder ändern, damit es wieder runterläuft, ob euch das was angeht oder nicht. Mhm. Und dieses, ob euch das was angeht oder nicht, kann positiv sein, kann aber auch total negativ sein, mhm, weil wir immer, wir gehen in Urlaub irgendwo an den Strand und da ist noch eine Baustelle irgendwo in Griechenland und man sagt, sag mal, das ist der schönste Fleck, den ich gesehen habe, warum haben die da diese Baustelle? Ja, weil der eine Bürgermeister, den es nicht mehr gibt, halt das Ding gebaut hat und der ist jetzt in Rente und es wird dann nie fertig gebaut. Ist aber trotzdem ein schöner Ort. Yes. Aber wir sind halt immer, wir haben immer was zu merken. Ich habe viel, ich habe ja viel in Frankreich gespielt, auch ab und zu mal England, Schottland. Und das ist so ein krasser Unterschied in der Wahrnehmung der Musik, wenn man dort spielt im Vergleich zu Deutschland. Und das fand ich immer total spannend, diese Mentalitäten zu erleben. Auch in Deutschland ist ja auch spannend. Spielt es in der Großstadt, spielt es auf dem Land. Wir haben ja viel in Ostdeutschland auch gespielt. Es ist immer total spannend, wie unterschiedlich Mentalitäten sind. Ja, Ostdeutschland ist sehr viel musikalischer, sage ich jetzt mal, vom Publikum. Ja, weil es dort halt, gerade von den Leuten, die den Osten noch richtig erlebt haben, ist ja auch schon 36 Jahre her, es gab halt über 3000 Livebands, die offiziell gemeldet waren, die halt die Songs spielen durften, die man gar nicht auf, oder gespielt haben, die man gar nicht besitzen durfte auf Platte. Ja. Und deswegen sind die Leute dahin und die konnten auch die Songs, weil das halt so, und waren am Start, wenn die halt Stones gespielt haben, sind die ausgeflippt. Und das diese geile Live-Kultur, das am Wochenende zum Live-Gig, das war das größte Happening da. Ja. Und es gab keine Drogen, die gab es nicht. Es gab sozusagen Paarungsverhalten und Alkohol. Das war so. Und das habe ich, in mehrfachen Ausführungen erzählt. Kehrt zurück zu eurem Paarungsverhalten und Musik. Und Alkohol und Musik. Musik war, das war das Dreidimensionale, war die Mucke, an die man nicht rankonnte. That's what we're gonna do. Yeah. Ja. Warte mal. Sex, Trucks und Rock'n'Roll. Ja. Oder das in der Sex, Drugs und Volksmusik. Genau. Das ist auch der Titel dieser Folge, Gregor Meile. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Finde ich gut. Hey Leute, vielen Dank. Schön war's. Danke fürs Einschalten, Gregor. Geil, dass du da warst. Geilsten Typ, geilsten Mucker der Welt. Schneiden wir raus. Schnapp. Tschüss, Peoples. Danke. So. Klappt auf die Autobahn, Leute.